Ah, die sieht aus wie, wie heißen die? Physalis. So Junge, es ähnlich. gibt abgefuckte Früchte, aber ist ja auch egal. Wir heißen euch alle herzlich willkommen zu der betrunkene Leo und ich in Yay. der vierten Ausgabe. Heute haben wir uns die Themen auch mal ein bisschen zurechtgelegt. So ein Ja, eigentlich wie bisschen. immer, ne? Ja, aber letzte Folge war schon gut random, muss ich Ja, sagen. war schon Wir random, haben ja das stimmt. angeteasert, es geht heute um exotische Früchte und ein paar Weed-Stories. Würde ich jetzt Genau. einfach mal das so nennen. Wir fangen an mit den geilen exotischen Früchten. Wir haben schon mal ein paar Seiten aufgemacht. Also Ich ich weiß nicht verlinke. ganz kurz, wie wollen wir das machen? Wollen wir das dann so machen, dass wir, also besser gesagt du dann, dass wenn wir über eine bestimmte Frucht reden, dass dann das Bild eingefügt wird? Könnte ich machen, wäre aber relativ anstrengend. Ich Glaube, ich wollte mach's gerade so, sagen, passt auf, ich das. linke euch die ganzen Quellen, wo wir die Bilder haben. Save die mal ab, Leo, also mach ein Lesezeichen. Und schickt die mir dann Ich danach und schick dir dann einfach seht auch. ihr die alle unten in der Beschreibung und da sind auch Bilder drauf auf der Website, da könnt ihr euch die anschauen und wahrscheinlich hau ich einfach mal die geilsten von denen ins Thumbnail rein. Dann könnt ihr ein paar sehen. Ja, Mann, Zumindest. das würde ich echt feiern, So, glaube das ich. können wir machen. Mach mal so eine Obstschale musst du dann Ja, ich mache machen. einfach ein paar Früchte aufs Thumbnail von denen, die wir halt heute mal ein bisschen besprechen. Und ich habe mir gedacht, Alter, es gibt wirklich. Das Ding Weil ist. wir haben uns mal vor 2 Jahren haben wir uns mal mit diesem Thema exotische Früchte Echt schon auseinandergesetzt. so lange her, meinst du? Ja, bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein paar Monate, oder? Zwei Nein, 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 Jahre? nein, nein. Mindestens ein Jahr war das schon her. Safe Ein call. Jahr könnte schon sein, ja. Ja. Ja, ich sag ja maximal 2 Jahre Ja. ungefähr. Da haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und uns ist erst in dem Moment aufgefallen, wie viele verschiedene. Also klar, mir war vorher schon bewusst, es gibt viele, viele Früchte und viele Gemüsesorten so, aber wenn man mal so richtig danach googelt, nach exotischen Früchten, Alter, da gibt es manche Sachen, die brainfuckt mich so hart, weil die Ja. allein der Name schon so geil ist, Manche. von der Beschreibung her. Und auch so, halt, warum wir so Bock haben auf die, halt, Leo und ich haben Bock, die einfach alle mal zu testen. Einfach Ja, Mann. zu wissen, wie die alle schmecken, Alter. Das muss so Also ganz ehrlich, unfassbar geil also sein. jetzt, wo ich gerade die Seite offen habe, Pepino, das sind so kleine Melonenbirnen einfach. Das muss man sich mal. Allein diese Vorstellung ist so geil. Die Pepino und auch Melonenbirne, Mann. Das ist. Ich Sieht finde das mega eh. aus. Ich finde das eh so trippy, Alter, manchen Sachen. Du musst mal. Gib mal Pepino ein. Das sieht aus wie ein fucking kleiner Mini-Kürbis. Pino, Alter. Der sieht aus wie ein Kürbis von außen und wenn man ihn Irgendwie auch ausschneidet, wieder wie so ein. Zucchini, Alter. Findest du? Ich finde das überhaupt. Ja, wobei. Ja, von diesen schwarzen Streifen, das stimmt schon, aber das sieht, finde ich, wie so ein Kürbis, so ein kleiner aus. Fuck, Alter. Ist strange auf jeden Fall. Ich meine, Strange. Melone ist ja auch ein Kürbis, also kommt es auch hin so, aber Ich habe auch mega strange. zu Leo mal gemeint, es Da gibt. ist das Bild. Wie heißt diese Frucht? Wie heißt diese Frucht? Ich weiß es nicht, ich sehe es ja nicht. Ja, Ich habe. das war diese eine Frucht, die so, wenn man die aufgeschnitten hat, war die innen weiß, wie so eine Litchi. Okay. Wie so eine Knoblauchzehe von innen. Ah, du meinst die rote? Die rot, die innen wie ein Knoblauch ist? Ja, genau. Ja, weiß ich gerade auch nicht, aber finden wir Aber ich sehe bestimmt das gleich. Bild, aber mir wird nicht angeschrieben, was es Geh mal in ist. den Link rein, vielleicht steht es da. Aber ich finde es übrigens mega pervers. Ich habe mir auch mal gedacht, stell dich mal vor, ihr wärt auf einem anderen Planeten und ihr wüsstet nicht, was das für Früchte sind. Alter, also wenn ihr hier auf der Erde wärt, ihr habt aber keine Ahnung von Früchten, ihr habt noch nie, ihr wisst nicht mal, was eine Banane ist. Alter, stellt euch das einfach mal vor, das ist doch so strange. Es gibt einfach Ja. eine gelbe Frucht, die krumm ist und auf Bäumen wächst. What the Also wenn man hell? jetzt mal ganz, ganz stupide von einer Banane redet, ja klar, Ja? aber Oder halt, das. Alter, eine Drachenfrucht, Junge. Es ist einfach so eine schuppige, rote Frucht, die innen weiß ist. Und ich denke mir einfach nur, what the hell? Die würde doch kein Mensch essen, wenn er die sehen würde. Ja, das stimmt. Und ich bin mir sicher, es gibt noch so viele Früchte, die noch gar nicht entdeckt wurden, weil Ja, oder so komische bestimmt, Kreuzungen, ey, Junge. ganz ehrlich, bestimmt im Regenwald vom Amazonas in Brasilien, da gibt es bestimmt noch so viele Früchte, die man noch nicht entdeckt Ey, hat. Junge, ich habe ja hier so eine kleine Liste, Alter. Da ist auch schon so der trippigste Schritt drin. Wir können ja mal erzählen, eine Drachenfrucht haben wir ja sogar schon gegessen. Haben wir mal im Supermarkt mitgenommen. Die was? Eine Drachenfrucht. Ja, da haben wir auch eine Die, lustige also eine Snapchat. Pitaya. Da habe ich auch eine lustige Snapchat-Story damals dazu gemacht. Hab das mal komplett gefilmt, wie wir die Drachenfrucht, Pitaya, genau, so hieß sie, wie wir die zum ersten Mal. Haben wir die schon aufgeschnitten? Ich glaube, wir haben wir schon aufgeschnitten vorher, oder? Nee, ich glaube Nee, nicht. Quatsch, Wir haben nee, wir haben sie alles komplett. gemacht, Junge. Ja, stimmt, wir haben ohne irgendeine Vorbereitung haben wir die einfach aufgemacht, versucht besser gesagt aufzumachen und dann haben wir sie gelöffelt.
Nee, 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 haben wir nicht. Pass auf, wir haben. Ich habe die halbiert. Dann habe ich die Ja. doch mit dem Finger. Konntest du die doch einfach aus der Schale rausdrücken. Also, pass auf, Ja, ihr genau. könnt die. Ja, Ihr genau. schneidet die einfach klein, die Pitaya. Und dann könnt ihr die, die ist überhaupt nicht. Also, die Schale könnt ihr so leicht abmachen. Ihr könnt einfach. Ich bin einfach von außen nach innen so hin mit dem Daumen, mit den beiden Daumen und hab die einfach so quasi rausgedrückt aus der Schale. Die flutscht einfach raus dann. Und dann habe ich die klein geschnitten wie so Stückchen, so Melonenstückchen und dann haben wir die einfach gesnackt. Ja, genau, und die sieht halt aus wie, wenn man sie aufschneidet, wie eine Kiwi, bloß In das weiß. Fleisch ist weiß, genau. Ja. Also es ist Nee, einfach, vor allem von sieht mega außen ist geil sie, aus, die sieht muss ich eh voll sagen. geil aus, von außen auch schon, muss ich Aber sagen. der einzige Manko, und das ist eigentlich auch ein großer Manko, ist, dass sie nach nichts schmeckt eigentlich. Ich hab. Also die ist halt legit, die besteht nur aus Wasser eigentlich gefühlt, die das Innere Ich mit. hab, wir haben gedacht, die schmecken halt richtig süß, so, ne? Oder nach irgendwas. Aber die Ja. schmeckt halt, ich fand, oder wir haben es auch so beschrieben damals, die schmeckt wie eine Mischung aus einer Traube und einer Wassermelone. Ja, das trifft es wirklich gut. Da stimmt, das haben wir echt gut beschrieben sogar. Ne. Aber ich habe auch gerade, Aber habe den nicht süß halt. Wikipedia. Also auch Ja, ich habe nicht wie den Wiki. Wassermelonen süß, die ist gar nicht süß. Ja, ich habe den Wikipedia-Eintrag offen. Da steht doch, Drachenfrüchte bestehen zu etwa 90% aus Wasser. Also das ist echt wie eine Wassermelone Ne. eigentlich. Alter, ich hab hier Rambutan, Aber Junge. kannst Such du dich noch mal. erinnern, Ja. was du für einen genialen Einfall dann hattest? Ja. Kirschjoghurt, Junge. Ja, Mann. Oh, Alter, das war. Diese Enttäuschung, die wir erst hatten, als wir die Drachenfrucht waren halt ein bisschen verklatscht so und haben halt die dann gegessen, waren halt ein bisschen enttäuscht so über den Geschmack. Und dann Hat auch kam 6 Konsti Euro auf die. gekostet oder so, Alter. Ja, exotische Früchte sind halt generell teuer Ja. wegen Also so Import ist ja auch nicht so Export. geil für die Umwelt, aber. Ja, Ja. aber wenn man es mal probiert, Und dann. die wäre ja eh verschimmelt, hätten wir die nicht gekauft wahrscheinlich, so muss man auch noch Ja, dazu sagen. muss man dazu halt auch noch sagen, genau. Aber ja. Und dann ist Konsti auf die geniale Idee gekommen, hat halt so zu mir so gemeint, ja warte mal, geht so raus, geht wieder rein, holt so einen Kirschjoghurt. Und dann, ich weiß nicht, wir haben das, du hast es so in so eine Schüssel Ich hab's einfach in reingetan. eine Müsli-Schüssel und hab uns, glaube ich, 2 Löffel gegeben, oder? Und dann haben wir die doch in Stücke geschnitten, Und so die gedippt. Haben wir die Pitaya. Und gedippt? dann, ja genau, und dann haben wir sie gedippt, glaube ich. Ja, kann auch sein, ja. Mit dem Ja. Löffel dann einfach. Wenn man high ist, ist das halt absolut geil. Mega geil. War Also, mega ich habe geil. einfach so einen Ey, weißt du, Alpro-Kirschjoghurt, was mir war noch das. Weiß jetzt ich sogar gerade noch. einfällt? Es muss auch, glaube ich, mega geil sein, diesen Kirschjoghurt mit einer Wassermelone zu essen. Okay. Weil eine Wassermelone hat ja auch ich finde, einen besseren Eigengeschmack wie die Ach Drachenfrucht, weil so, die ja, das schmeckt Drachenfrucht bestimmt nicht geil, eine so Wassermelone so zu bissig. snacken in einem Aber so eine Joghurt. Wassermelone muss schon noch geiler sein. Habe ich, glaube ich, auch schon Aber gemacht. ja, ich weiß nicht, also Drachenfrucht muss ich jetzt nicht nochmal essen. Sieht halt cool aus so, da kann man bestimmt coolen Stuff mit da Ja. machen, aber es ist jetzt nicht nochmal ein Kauf würdig, finde ich. Alter, such mal eine Rambutan. Such mal eine Rambutan, Alter. Wie schreibt man das? R, Rambutan, wie heißt A, M und dann wie das? Bhutan. Jürgen. Die sieht aus wie eine Litschi, aber mit so Haaren dran und rot. Und die ist innen auch so Oh weiße. ja, Mann, ja. Das Die sieht aber sieht. eins zu eins aus wie eine Litschi sogar, auch Alter, von die sieht innen. vor allem ja. Warte, ist es eine Litschi? Jetzt muss ich kurz schauen. Wäre lustig. Also es sieht 100 pro wie eine Litschi aus, aber Mangostane, so heißt die eine. Ja, jetzt habe ich's. Ja, danke, dass du. Ja, wegen Rambutan bin ich jetzt auf Mangostane gekommen, weil das auch hier. Nee, Natürlich. es wird hier auch verlinkt, meine ich Wie deswegen. heißt die Ja, hier. Mangostane? Ah Ja, schau ja, hier. Alter. Ja, aber Ja. der Rambutan, das steht doch hier, das ist mit dem Litschi-Baum verwandt. Sieht auch Ah. ein. Ey, sieht aber auch wirklich eins zu eins wie eine Litschi Aber so aus. richtig haarig, Alter. Und stell dir mal vor, du würdest das auf einem anderen Planeten sehen. Junge, ich würde das nicht mal anfassen. Schau dir das an, Alter. Das ist einfach Ja, eine komplett rote Frucht mit so weil Haaren dran. hier ist halt diese stachelige Form von der Schale halt instant so mit ist giftig oder ist nicht Alter, gesund oder irgendwie sowas. ich würde, glaube ich, sogar denken, das ist ein Insekt vielleicht. Guck dir das mal an. Das ist lebend Ja, einfach. ich weiß, was du meinst. Wenn die geschlossen ist, Alter, die könnte Ja. leben, Junge. Die könnte einfach leben, Alter. Die sieht ja Ja, mal. cool, der Rambutan hat sogar mehr verschiedene Verwendungen. Also wird als Frucht gegessen, dann die Samen wird als Fette oder Öle benutzt und die Wurzeln und Rinde wird als Heilpflanze benutzt, lol. Okay. Sogar multifunktionales Obstding hier, Interesting auf jeden Fall. aber was ich jetzt hier gesehen habe, ist die Mangostane. Und da Ja. können wir jetzt auf jeden Fall wieder was dazu sagen. Weil wir haben ja, als wir ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, jetzt egal, auf jeden Ja. Fall haben wir ja danach gegoogelt, mal nach Also exotischen wir haben es halt Früchten. so gemacht, wir hatten einfach Bock auf exotische Früchte und haben halt
beide richtig lang gesucht und haben halt in unseren Discord-Server die ganze Zeit die Bilder von diesen exotischen Früchten reingepostet. Wir waren wirklich mehr als 2 Stunden, glaube ich, dran. Und da waren so geile Früchte dabei, wirklich in Südamerika die meisten und manche auch in Asien. Und da gibt es so abgefuckte Früchte. Und die Mangostane, die habe ich einmal auf dem Bild gesehen, die sah so abgefuckt geil aus, weil das hat so eine Maracuja-Schale, finde ich. Das ist was Maracuja-mäßiges. Ja. Dann innen drin ist es so 2 Zentimeter, ist es so dunkelrot irgendwie, wie halt so eine rote. Es sieht halt ganz aus wie eine Frucht, innen halt wie eine Frucht so. Ja. Also diese 2 Zentimeter und in der Mitte ist was, Leo? Eine Knoblauchzehe. Also es sieht legit wie eine Knoblauchzehe aus. Es sieht so abgefuckt aus. Oder also mehrere halt, ne? Also wie so eine Knoblauchknolle. Also innen. Dieses eine Bild, ich schicke das mal auf Discord ganz kurz. Das sieht halt legit aus wie so ein Kuchen irgendwie. Es sieht halt auch ein bisschen so aus, als hätte jemand einfach eine Knoblauchknolle in eine Maracuja reingerammt, Alter. Und das ist so richtig dunkelrot innen. Sieht das rein, das sieht aus wie so ein Kuchen, wo du reinbeißen willst, finde ich. Mit oder so Sahne, Käse. Alter, ja. Oder so eine Käse. Creme obendrauf, ja, Mann. Und, Alter, ich weiß nicht, hast du die Mangostane schon mal probiert? Nee, du aber. Ja, weil bei mir, das Problem war, wir konnten uns nicht treffen und die geht halt relativ schnell kaputt, muss man dazu sagen. Also die muss man, wenn man sie kauft, echt 1-2 Tage muss man die instant essen, weil sonst gehen die leider kaputt. Und die ist relativ, also was halt ungeil bei der Frucht ist, dass die halt echt anstrengend ist zum Essen. Weil du musst erst die Schale irgendwie aufschneiden und dann das Weiße innen drin dann irgendwie so rausfriemeln. Aber das Geile ist bei der Frucht, die schmeckt wirklich geil. Die schmeckt wirklich wie so eine Mischung. Oh, wie habe ich das damals beschrieben? Wie eine Mischung aus Weintraube und Kirsche, glaube ich, habe ich sie beschrieben. Okay. Also von der Konsistenz wie eine Litschi-Weintraube irgendwie so und vom Geschmack wie eine Kirsche. Herr, was isst du da? Was isst du von der? Nur das Weiße. Das andere kannst du gar nicht. Es ist hart. Okay. Komplett hart. Also rot du isst quasi drin, die Knoblauchknolle. Du isst, ja genau, die Knoblauchknolle. Mega geil. Also wäre das ist halt auch, das Problem halt auch bei der ist halt auch wieder echt teuer. Ich glaube, so eine Knolle hat irgendwie 2,50 oder sowas gekostet. Okay, der Mehrwert ist halt echt nicht drin so. Aber die schmeckt mega geil, muss ich sagen. Ja, aber ist das nicht, muss man die nicht einfach nur halbieren und löffeln? Wie eine Kiwi? Nee, das ist tatsächlich ein bisschen trickier, weil die aber Schale warum halbieren die dann alle auf den Bildern? Ja, du halbierst die schon. Okay. Aber die dann rauszufriemeln, ist ein Act halt schon. Also das sieht geiler aus. Die ist so richtig fest verankert da drin, oder was? Mhm. Ja, okay. Ja. Ich sehe auch ein Video links unten, da sieht man, wie das einer versucht. Wie so eine Nuss eigentlich. Das ist schon, trifft schon sehr. Alter, was? Ich habe gerade die nächste Frucht, die Langsat, Alter. Auch Long Kong oder Duku genannt, Alter. What the hell? Warte, wie wird die geschrieben? Langsat. Also wie lang und dann Saat. Nee, einfach lang und Saat. Ein A bei Saat. Ah, der Lansibaum meinst du? Ja. Na, das mal an, das sieht aus wie eine Kokosnuss in Weiß. Weißt du, wie das mit gerade die ersten Bilder ausschaut? Das sieht aus wie eine Kartoffel und wenn man die aufschneidet, sieht aus wie eine fucking Weintraube. What the fuck, Alter, zieh das mal rein. Das ist ja also die hat legit aussieht wie eine Kartoffel, finde ich. Das ist eine asiatische Frucht anscheinend und ist in Europa relativ unbekannt, steht hier. Habe ich auch noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ich sehe die auch zum ersten Mal, muss ich jetzt sagen, obwohl wir jetzt echt viel schon darüber gelesen haben. Ja, und wir haben ja auch echt viel angeguckt, aber die habe ich noch nie gesehen. Alter, die habe ich jetzt auch legit noch nie gesehen. Und die sieht halt auch echt, also die Bilder von der, wie die an dem Baum hängen, nicht so geil, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, fucking Kartoffeln vom Baum zu snacken irgendwie, aber... Du denkst so, hey, die habe ich doch letztens noch im Boden gegessen und jetzt hängt die an einem Baum? Hä, lol, die sieht echt, wenn du nur noch Bildern suchst, nach der sieht die halt echt aus wie eine Kartoffel. Auf der ja, Seite. Und wenn man sie aufschneidet wie eine Weintraube, muss man mal anschauen. Ja, das ist voll komisch. Oder auch wie eine Litschi, ne? Wie eine Litschi, ja, Litschi. Weil die so reflektiert auch, guck mal. Ja. Alter, strange. Und die ist so unterteilt die ist unterteilt wie eine Mandarine innen, guck mal. Schau mal auf den Bildern. Die ist unterteilt wie so eine Mandarine. What the fuck? Die hat so 4 Teile quasi. Die ist geviertelt. Ja, anscheinend soll die sehr süß schmecken. Alter, die will ich jetzt testen, muss ich sagen. Es gibt auch Bilder, Bock, wie die Leute so knacken. Guck mal. Ich seh's. Mega. Alter, aber die sieht ja... Die sieht halt echt aus wie eine Kartoffel. Das ist halt eine Kartoffel, die an einem Baum wächst, Alter.
Aber wenn man sie aufmacht, stell mir vor, du bist so ein Europäer in, warte mal, wo ist die? In Asien? Aber das Ding ist, eine Kartoffel kommt auch aus, aber kommt aus Südamerika und das kommt aus Asien, ne? Eigentlich ganz, ganz strange, what the fuck? Kartoffel kommt aus Südamerika, ja, hast recht, ja, stimmt. So strange, Alter, what the fuck? Also die sieht ja ganz, ganz komisch aus, muss ich sagen. Wir können auch wieder mal zu einer Frucht kommen, die wir schon mal probiert haben. Welche ist es denn? Die Cherry Moya. Ah, die Cherry Moya. Aber die kennt man, glaube ich, jetzt schon ein bisschen mehr. Ja, die ist auf jeden Fall deutlich, so wie eine Sternfrucht auch, finde ich, ist die schon verbreiteter. Haben wir auf jeden Fall mehr, Ka also einfacher kaufen als die anderen Früchte, die wir bisher erwähnt Ja, haben. also ich muss auch dazu sagen, am einfachsten finde ich, solche Früchte zu finden, ist im Edeka. Okay. Also so Lidl, Die Trachtfrucht? Rewe, Ja, die haben da das safe nicht. Lidl hat das safe nicht. nee, also wenn dann Rewe, wenn dann noch, höchstens Rewe noch, aber meistens hat immer Edeka so geile solche exotischen Sachen. Und die Cherry Moya, das war halt wie so, das war diese ganz süße, ne? Die haben wir Das in war Berlin dieses. getestet. War auch ein bisschen hart Oh mein verklatscht. Gott, du hast recht, Die haben wir in stimmt. Berlin Ach, getestet. das war die Frucht, Ja, genau. da waren wir. Die Berlin, sieht genau. aus, pass auf, von außen, die Leute, die Boah. sich natürlich jetzt nur zuhören, die sieht von außen aus wie eine schuppige, wie ein schuppiges Drachenei. In grün. Das trifft's Komplett gut, grün ja. in einem schuppigen, also wie ein schuppiges Drachenei in komplett grün. Wenn man sie aufschneidet wie eine In Apfel, Birne oder? mit Ja. Melonenkerne. Ja, okay, ja, stimmt. Wie eine Birne mit Um es mal Melonenkerne. mit ganz komisch mal zu Doch, das stimmt schon. Kann beschreiben. man so sagen, denke ich. Das Ich sieht aus wie muss eine bei Birne der mit sagen, ich muss Melonenkern. bei der ganz ehrlich sagen, die war mir zu Die ist süß. auch zu süß, ja, Mann. Die ist viel Also zu süß. die war echt, also das war eine unangenehme Süße, Aber muss ich sagen. unsere war halt schon sehr, sehr reif, muss man sagen. Die war schon, weißt noch, die war Klar, ultra weich. ja, Also kann sein, das dass sie stimmt. deswegen so extrem, extrem süß war. Ja, das kann tatsächlich sein, aber das war mir ehrlich gesagt zu süß. Da habe ich Ja. ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, die nochmal zu essen. Also Ob legit, die schmeckt, als würde man so Honig löffeln. Also, oder so extreme Süße einfach nee, nur löffeln. Honig hat ja wenigstens noch so ein. Also Honig ist nicht zu süß, finde ich. Okay. Ja, Schwer weiß zu nicht. Also beschreiben. Cherimoya ist, ja, Ja, Cherry ist Moya, ich einfach. finde die auch nicht so geil, weil die ist Nee. zu süß. Ja. Alter, ich sehe gerade einen Zimtapfel. Oh mein Gott. Erstmal Das schauen. sieht. Das. Zimtapfel. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das essen kann, weil das sieht halt Alter, innen schon what? vertrocknet Hä, das aus. sieht außerdem aus wie eine Cherry Moya, nur 3D, Alter. Jetzt Weißt du, was nicht. ich meine? Nee, überhaupt nicht. Hä, die, pass auf, google mal Ich finde, es sieht Bilder. aus, ganz kurz, die sieht aus wie eine Cherimoya vertrocknet. Nee, aber ich finde, guck mal, diese Außen, diese Schuppen außen, die gehen richtig raus. Die ist so 3D, weißt du, was ich meine? Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ach Ja, so, die ja. Ja, sieht, die sieht. vor allem Ja, sieht da die hast du legit recht. genauso, die sieht ja genau gleich aus von der Form. Alter, Zimtapfel, was ist das schon wieder für ein geiler Name, muss man dazu mal wieder sagen. Zimtapfel, Alter, ja, Mann. Gibt's Alter, noch die ein. Art stammt aus dem tropischen Amerika, wird wegen ihrer schmackhaften Früchte in den Tropen kultiviert. Alter, es klingt schon wieder geil, muss ich sagen. Das klingt schon. Ja, vor allem, Hat wenn direkt die extra Bock. kultivieren, weil die geil schmeckt, Alter. Boah, da sammelt sich schon wieder Wasser im Mund zusammen, muss ich Mundwasser, sagen. Junge. Einmal Alter, durch. ich steht's auch sogar. Die Früchte des Zimtapfels gehören zu dem schmackhaftesten Obst der Tropen. Oh mein Gott, nein. Scheiße. Also die kriegt man safe nicht in Deutschland. Ich glaube, die ist zu. Die Aber ich sieht auch weiß schon, wenn ich nach sehr. Südamerika Also wenn gehe, ich. will ich Naja, die aber ich, haben. man sieht auch auf den Bildern, dass die sehr exotisch und sehr, wie sagt man, Die sieht pervers aus, Leo. ja nicht so, ah, fuck, mir fällt das Wort nicht ein, so wie Bananen oder Äpfel halt sind, Wie meinst du? selten. Mein Gott, selten, Ach so, das war das Wort. selten, lol, Alter, what? Die sieht sehr selten aus, finde ich. Auf den Bildern sieht die so aus, Alter, als das wäre ist so ein das Indiana Jones, Schatz, Junge. Ja, die hat ganz komische Bilder, muss ich sagen. Das gibt's Also nicht viele. erstes, Nicht ja. viele. Aber Ne, du hast recht, die hat was von der Cherry Moya, das stimmt. von der Optik her. Also sie ist ein bisschen runder, gefühlt. Bisschen mehr 3D, aber die sieht ja auch innen relativ ehrlich Halt's aus. Maul. Das Fruchtfleisch wird auch zu Eis verarbeitet. Oh mein Gott. Zimtapfeleis, Alter. Oh shit. Das klingt geil, Alter, muss ich sagen. Aber Zimtapfel, krass. Die haben wir auch noch nicht vor. Also, Noch das sind nie auch nicht. gesehen, Junge. Ja, Noch nie krass. gesehen.
Sieh dir Ich mal hatte die, hier gerade. nee, warte, wie heißt die? Pepino, die habe ich dir gerade schon gesagt, ne? Pepino. Pepino, zieh dir die mal rein. Warte, nee, das Ah ja, hast du mir Pepino, gesagt. ja. Das war Ah, diese Melonenbirne, die war so, ah, das. die hat so Tigerstreifen außen, Alter. Das war die von ganz am Anfang, so Ja, wie Mann, schon es ist eine geredet war. Melone mit Tigerstreifen. Lol. Ja. Geil. Okay. Ja gut, Kaki habe ich Was? hier gerade, aber die ist ja Standard eigentlich, die kennt man ja inzwischen. Khaki ist sehr verbreitet, Ja, ja. die ist auch geil, muss ich sagen. Also, die mundet. Welche ich jetzt im Edeka zum Beispiel jetzt gefunden habe, war die Nashi-Birne. Okay. Alter Junge. Das war diese Naschi. ganz, das war diese, die Birne. wird SH geschrieben. Ja, habe ich. Habe ich so Das ist diese geschrieben. ganz weiße Birne, die Ah, die sieht so geschält mega, aussieht. ja, die sieht Ja. mega geil aus, muss ich sagen. Auf die bin ich mal echt gespannt, wenn ich die mal nächstes Mal kaufe. Siehst du das Bild, wo die an dem Baum hängt und so weiße Punkte noch hat? Alter, what the fuck? Die sieht aus Die wie wird ein auch Apfel und eine Orange auch irgendwie, aber. hier steht es auch, die wird als Apfelbirne auch Ja, bezeichnet Mann. anscheinend. Also von ihrem Geschmack So her. Also sieht die auch aus. die ist wahrscheinlich ein bisschen säuerlicher als normale Birnen, kann ich mir vorstellen, weil sie auch so weiß ausschaut. Man weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ich will Manchmal es auf können die jeden auch Fall. arschsüß sein. So eine Cherry Moya ist auch komplett weiß, aber ist ultra süß. Ja, die war echt ultra Hast du süß. schon mal eine Kaktusfeige gegessen oder so? Kaktusfrucht? Kaktus habe ich auf jeden Fall schon mal gegessen. Ich weiß jetzt nicht, ob Kaktusfeige was anderes ist. Muss ich jetzt mal googeln. Oh, ich weiß nicht. Also Kaktus ist halt, also die Feigen sind halt das, was auf denen wächst, glaube ich, ne? Diese Ach Früchte. so, Also es ist nicht das die. Ah, Kaktusfleisch. ja, doch, doch, genau, Es ja. sind die Die habe Früchte, ich die schon da mal. drauf wachsen. Die habe ich tatsächlich schon mal gegessen, aber ich kann mich letzterweise leider nicht mehr dran erinnern. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie halt wie eine Feige ähnlich schmeckt. Also auch relativ süß. Aber ein bisschen wässriger, glaube ich, ist sie. Weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Aber Kaktusfeige erinnere ich Also mich da auf steht, jeden Fall. dass die süß-sauer schmecken und erinnern an eine reife Melone oder eine Birne. Okay. Ja, Ja, die man weiß es nicht. Kaktusfeige habe ich im Spanien, glaube ich, mal Da, gegessen. Bin zieh mir dir ziemlich mal bitte sicher. eine Kumquat rein. Kennst du das nicht? Kennst du keine Kunkwart? Die ist Nee. auch relativ verbreitet, sogar in Deutschland Okay. eigentlich. Kunkwart sind. Hä, laber noch nicht. Kunkwart hast du doch in deinem Zimmer rumstehen, Digga. Echt jetzt? Ah, nein, nein, Das nein. ist. Ich hab ne, ich hab ne, ich hab Ah, so ne, eine Quatsch. Nee, du hast. Zierfrucht. Ja, nee, deine sind kleiner, deine Ich hab Früchte. so eine Zierorange, so in die Richtung. Nee, genau. Nee, aber Wie Kunkwart heißen ist was meine? Fuck. Ähnliches. Okay. Kunkwart sind so. Hier steht es auch, sind so Zwergorange. Aber die sind nicht so exotisch, to be Okay. honest. Also Alter. Kunkwart ist schon verbreiteter. Okay, Jürgen, ich habe eh noch so viele mehr, Alter. Guave hatten wir ja so, what the fuck, ne? Und haben wir auch, also am Anfang wussten wir nicht, wie eine Guave aussieht und haben wir letzten Podcast-Folge schon gesagt, das ist einfach eine fucking Zitrone, die innen pink ist. Muss ich nochmal googeln nach Guavas. Die habe ich gar Junge, nicht vor das Augen. ist halt einfach, das ist halt einfach Nee. eine Zitrone, die. Ja, das war eine der ersten exotischen Früchte, die uns in die Augen Wo wir gefallen so ist, weil. gedacht haben, was ist das? Das sieht halt so Weil die kannten wir. richtig Ja, genau, alienmäßig weil die aus, kannten wir Alter. vorher auch noch gar nicht. Und die sieht mega. Erstens, die sieht mega geil aus. Und zweitens, Ja. die schmeckt auch mega geil. Also Also. von allen exotischen Früchten war das mit die größte Überraschung, muss ich sagen. Aber die ist ja auch nicht so rare, kennt man ja eigentlich, aber ich wusste Also halt die ist gar nicht, wie jetzt eine Guave schon. aussieht, Ja, Leute. genau, die ist ja auch schon wieder. Also die gab es ja bei uns in der Eisdiele, gab Ja. es auch schon als Eissorte, Guaveneis, deswegen. Alter. Aber Übrigens, Guavensaft immer noch. ja, einfach mal einen Shot reinhauen. Ja, Probieren mega auf jeden geil. Fall, Alter, ist mega pervers. Such mal, übrigens, such mal eine Bittergurke, Junge. Oh mein Gott. Bittergurke, Junge. Alter, what the fuck? Alter, halt's Maul, was ist das denn? Das sieht. What? Alter, dieses eine Bild, was mir jetzt angezeigt, du musst es Das gleich vor Augen rote, haben. das Du musst das gleich. orangene. Ich schick's dir, das Ich musst schick du dir auch auch vor Augen. eins, ich schick dir auch eins. Alter, was ist das? Warte, ich Das schick's kann dir auch. man. Also das Oder Innere das von hier. der. Guck mal. What the fuck? What the fuck, was hast du denn? Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Kürbis, der aufgeschnitten wurde und da kommen so Gedärme raus, Alter. What the fuck? Das sieht so Alter, das strange Bild von aus. mir, ich kann es nicht mal beschreiben. Also, diese Das sieht so Bittergurke, die komisch sieht aus. aus wie eine kleine Gurke mit, Ey, wo so weißt du, wie das Hörner ausschaut? rausgehen einfach. Ey, weißt du, wie das ausschaut? Das schaut aus wie eine. Fuck, wie mir fällt der Name nicht ein. Wie heißen diese scharfen Paprikaschoten? Weiß gerade nicht, was du Ah, die meinst. werden angebraten und gesalzen immer. Gibt's die zum Snacken? What?
Naja, mir fällt später halt. Auf jeden Fall sieht die genauso aus, bloß verschrumpelt. Die sieht richtig verschrumpelt aus. Das Die kann man auf ist jeden Fall richtig sagen. verschrumpelt, Die Alter. sieht richtig verschrumpelt aus. Und innen ist die so melonig, Alter, aber die ist mit auch so. Kernen. Also komisch angeordneten Kernen Die irgendwie. sieht auch einfach nur strange aus, muss ich sagen. Die sieht komplett strange aus, einfach. Ich lese gerade, Studie belegt Wirksamkeit. Bittergurke kann gegen Diabetes helfen. What the fuck, ich höre von dieser Such mal Gurke. eine Graviola, Junge. By the way, Bittergurken sind Superfood. Krass. Heftig. Es gibt auch Bittermelonen, sehe ich auch gerade. Und Alter, guck mal, eine, die auch schon wieder irgendwie ähnlich aussieht wie die, die wir schon hatten. Eine Graviola. Wirklich. Such die mal. Alter, Graviola. das Bild sieht noch geiler aus, als was du mir geschickt hast, weil das sieht von oben ist es fotografiert worden. Schau das mal an. Alter, das Alter, sieht aus, wie eine weißt Erdbeere rauskommt. ja, genau, das dachte ich mir aus. Das sieht aus wie so ein Kürbis, der von Baum runterhängt und du schnaubst ihn auf und auf einmal fallen da Erdbeeren raus. Ich war's. Wie geil. Also das Bild musst du reintun. Das sieht ja so geil Lösch aus. es nicht raus, dann mach ich's. Alter, Ja. das ist einfach so eine orangene Frucht, die von einem Baum hängt und wenn ihr die aufschneidet, fallen da Erdbeeren raus. Also ohne Witz, sowas Geiles, das sieht so geil aus. Fucking Bittermelone. Es Guck mal gibt auch, jetzt. ich sehe auch gerade, es werden auch coole Gerichte hier angezeigt. Bittergurkencurry zum Beispiel oder Alter, gebratene Curry Bitter. damit? Alter. Ja, stelle ich mir auch Scheiße. geil vor, muss ich Glaub sagen. auch, Alter. Ja, können wir schon mal machen, wenn wir eine in die Hand bekommen. So ein Curry damit, Ja, Alter. so krass scheint die ja gar nicht zu sein, Ja, so anscheinend. rare anscheinend nicht, aber ich Warte habe die auch mal, noch ich nie schau mal. gesehen, mal wieder. Ich google mal ganz kurz den Preis. Eine Bittergurke auf Amazon, man kennt's. Als ob du auf Amazon eine Bittergurke kaufen müsstest. Komischerweise werden mir, ja, weil es ein Superfood ist, wird es mir nur als Extrakt hier angezeigt. Na, kostet zum Ja, Mann. Beispiel Schmur. 30 Euro, krass. Alter, krank. Ja, Mann, du kriegst es nur als Kapseln. Ich will das Ja, da nicht oder als eine Kapsel, als Alter. Banane. Aber fuck, ich will die als ganze Frucht, Junge. Als 1000 ein Kilogramm Bittermelonensamen kostet 40 Euro. Aber wir Wow. könnten halt, ja, wir könnten Samen kaufen, Junge, davon und die anpflanzen. Anpflanzen, nice. Also die wächst anscheinend hier auch, oder? Anscheinend ja. Also, weiß Da nicht. steht, dass man. What? What? Okay, die sieht auch wieder komisch aus, die Frucht, die ich jetzt hier gefunden habe. Ja, also anscheinend kann man das in Apotheken und so kaufen. Also ein Tee davon oder Kapseln. Alter, du Aber musst das das ist ja Bild mal mehr auf als voll. strange. Schau dir mal das Bild auf Vollbild an, das sieht irgendwie komisch aus. Junge. Oh, what the fuck? Ich habe auch wieder eins, das sieht ja ultra strange aus. Guck mal. Was hast du denn da? Eine Durian heißt Ah, es. Duri. Ja, doch, die kenne ich. Die kenne Die ich. habe ich, die kann ich jetzt ehrlich gesagt Doch, noch die nicht. hatten wir auch drin. Die hatten wir safe schon gefunden. Echt? Da, die Okay. sieht aus wie eine riesige Litchi. Mit ein bisschen mehr Stacheln wieder, oder? Obwohl, nee, eigentlich. Ananas-Flavor hat die auch so ein bisschen, finde ich. Ja, die sieht doch, stimmt, von der Form ein bisschen wie eine Ananas, aber wie eine riesen überdimensionierte Aber das Litchi. Innere kann man echt nicht beschreiben, Das finde Innere ich. sieht irgendwie aus wie ein Teig, Alter, den du Ja, geknetet irgendwie hast. ganz, ganz, ganz komisch Es sieht ist das so Innere irgendwie gelb-weiß in aus. der Mischung und das hast du Ich so stelle mir das auch geknetet, irgendwie so Alter. richtig mehlig vor, das Innere, muss ich sagen, wenn ich mir das Bild so anschaue. Ja, ich weiß nicht. Such mal übrigens eine Graviola noch, Alter. Die passt nämlich perfekt zu Terry Moyer und so. Ja, Graviola kenne ich aber vom Namen. Warte mal. Die sieht halt auch aus wie eine Cherry Moyer, nur riesig. Ja, genau, Graviola. Alter, Ja. was ist für. Ja, stell dir mal wieder so vor, du bist im Regenwald und siehst so alle möglichen Früchte, Junge. Und siehst einfach so eine riesige Graviola vor dir hängen, Alter. Du denkst einfach, das ist ein Alien-Ei, Alter. Da schlüpft gleich was raus, was dich umbringt, Junge. Die ist so, Alter, Guck das dir sieht an, wie riesig komisch die ist. aus. Guck mal, da gibt es ein Foto, da hält einer seine Hand daneben. Ja. Alter, die ist ungefähr viermal, fünfmal, oder ja, fünfmal so groß wie seine Hand, Alter. Junge, die ist gigantisch, Alter. What the fuck? Oder what the hell? Guck mal, da hält die eine in der Hand. Alter, ich schick's Sehr dir rein. krasses Bild. Ja. Alter, what the fuck? Zieh dir mal rein, wie groß die ist. Ich habe ein Bild vorhin gesehen, dass dieser echt wie so ein Kokos. Alter, okay, die ist krass. Die ist ja Alter, die ist ja riesig. mega. Alter, das ist einfach so groß wie ihr ganzer Brustkorb einfach. Alter, das da hinten sieht halt echt legit wie Drachen-Eier aus, muss ich sagen. Wenn die so rumliegen hat, ja, Mann. Ja, so kurz vorm Schlüpfen sind die gerade. Alter.
Haben wir noch so, okay, da habe ich eine Ananas-Guave, die habe ich ja schon beschrieben, Alter. Wie so eine Limette und eine, nee, wie eine Guave, logischerweise, und eine Ananas gekreuzt. Aber halt, die sieht außen aus wie eine Limette und innen ist die einfach gelb. Oh. Wie halt, wie eine Ananas von der Farbe. Und die sind auch, die sieht auch so aus, als wäre die innen hart wie eine Ananas und außenrum ist das geile Fruchtfleisch, was du dir snacken kannst. Alter, Geil. mega strange, Junge. Warte What the mal. fuck? Fuck, ich hab den Namen jetzt nicht mehr. Übrigens, Fuck, wo such waren mal eine das? Jacke, Alter. Mit Y? Nee, also Jaca. Jacke. Jaca. Ja. Alter, die ist auch wieder riesig. What the Okay, das fuck? ist bei mir eine Stadt in Spanien. Jaca. Jaca. Gibt man noch Frucht dazu ein? Frucht, ich würde gerade sagen, ja. Also, ich muss es nicht eingeben. Ich krieg die so. Geh die mal Boah, an. Alter, ist die groß. Siehst du den einen Typen, der die auf dem Tisch liegen hat und davor steht? Alter. Alter, what the fuck? Junge. Vor allem, wenn man die aufschneidet, sieht die halt auch wieder so ausgetrocknet leider aus, muss ich sagen. Alter, die Wie ist so eine ja ausgetrocknete riesig. Ananas. Ja, die sieht auch nicht so geil aus von innen. Aber außen, Alter. Warum ist sie What the fucking fuck? Die sieht groß, ja Alter? von innen echt richtig strange aus. The hell? Alter, Ja, das hat Junge, was, ich das komme hat darin gar tatsächlich. nicht klar. Ja, es hat was vom Kürbis, muss ich Vor allem sagen. Leo und ich wollen unbedingt mal wirklich so, welche Früchte muss man probiert haben in seinem Leben, Alter. Das geht ja gar nicht klar. Also, Also die jetzt will muss die. ich jetzt. Ach, das ist die Checkfrucht. Jetzt deswegen. Ich will alles snacken, Junge. Checkfrucht, ah ja. Ich Okay, will die kleine alles Frucht. snacken. Was ist eine Pitanga, Alter? Pitanga. Junge, wie findest du die ganzen Ich Namen? bin auf Ich. sau viele. Guck mal, Alter, was ist das? Ist das eine Chilischote, eine Tomate? What the fuck? Weil ich bin bei meiner Liste schon wieder Such mal durch, und ich. Pitanga. Ich habe halt ungefähr so 7 Seiten offen, Junge. Pitanga. Pitanga. Ist das eine Tomate? Ja. Was ist Alter, das? weißt du, wie die auch genannt wird? Die Surinam-Kirsche. Alter, Alter, sieht das die klingt geil geil. aus. Alter, sieht die geil. Surinam-Kirsche sieht, Ja, klingt richtig geil. Surinam ist eine Stadt. Aber ich finde, der Name klingt ja übel als Surinam-Kirsche, Junge. Das klingt ja richtig Surinam königlich. ist doch Südamerika, oder irre ich mich jetzt? Ich glaube Könnte schon schon. hinkommen von dem, Alter, wo wie die geil wächst. sieht die bitte aus? Hätte die hat innen auch so eine Knoblauchknolle, guck mal. Das sieht aus, legit aus, wie so eine glasierte Tomate. Als hätte man eine Tomate einfach glasiert, aber so richtig Aber die ist auch so geil. schrumpeliger ein bisschen. Also bisschen eingetrockneter und dann Ja, warte mal, glasiert. dann schau dir mal das Bild an, Alter. Das ist ja mega. Also das Bild finde ich mega geil. Oh, einfach rein, Junge, alle, die du geil findest. Also das flasht mich jetzt voll, dieser Obstkorb voller Surinam-Kirschen, Alter. Die sieht Boah, pervers aus. jetzt muss ich mal kurz nachlesen, wie der Geschmack von der ist. Warte, ich habe ein bisschen was da. Die sagen, es ist Streuobst. ähnlich wie eine Acerola. Nur würziger und leicht bitter. Oh, okay. Na, im Nachgeschmack Wie hat man anscheinend sich leicht bitter. denn, wie hat man sich eine Frucht würziger vorzustellen? I don't know, ne? Die sagen Acerola, aber Also würziger und im Nachgeschmack leicht Acerola bitter. habe ich noch im Kopf, wie die geschmeckt hat, aber Na. okay. Ja, säuerlicher macht Wie jetzt hat für dich nicht. eine Acerola geschmeckt? Können wir es vielleicht auf der Zunge zergehen lassen, Junge? Von Acerola war halt schon echt sauer halt, ne? Das ist so eine säuerliche Kirsche, so in der Art schmeckt für mich Acerola, würde Okay. ich jetzt mal beschreiben. Hab die gar nicht im Kopf. Ich habe die bestimmt auch schon mal probiert, aber die gar nicht im Kopf, Ja, wie die die hast du schmeckt. auch, glaube ich, mal probiert. Das bin ich mir auch rede. Alter, was? Fick. Wobei, die sieht jetzt nicht so Ich habe übrigens, krass. Alter, such mal. Alter, das sieht aus wie eine Baumkrankheit. What the fuck? Oh Wahrscheinlich. mein Gott. Guck mal, Ja. eine Jabotika. Alter, das sieht aus wie eine Baumkrankheit. Guck dir das mal an. Warte mal, wie wird das geschrieben? Ja. Jabotica. Ja. Ja. Tica. Ja. Alter, Ja, ich schick dir mal das Bild rein, Junge. Alter. Boah, da krieg ich ja instant. Alter, hab ich instant Gänsehaut gerade bekommen. Da würde ich ja wegrennen, wenn ich das sehe, Alter. Alter, schau dir mal das Bild an. Ich hab dir eins reingeschickt, Junge. Guck mal. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ja. What the f. Alter, okay. Alter, ich krieg gerade einen Schüttelanfall, muss ich sagen. Das Der ist sieht ja aus, als wäre da so. so eine Insektenarmee an dem Baum dran, Alter. Junge. Oh mein Gott! Sowas abgefahren, das ist schon lange nicht mehr. Alter, das sieht ja so disgusting aus. Das Bild vor allem. Alter, schau dir mal das Bild an. Das sind Hau's rein, Junge, hau's rein.
Ja, schau das mal an. Das sind die, Ich sehe es dann nicht. Blumen von der. Oh mein Die sehen Gott, ja als wäre auch da richtig. Schimmel. Alter. Aber die Frucht, das ist ja anderes Level. Als wären da Millionen von. Alter, ich kann es nicht Insekten, Junge. beschreiben. Das sieht einfach aus, Als als wäre da ne. so ein Baum voll mit Ja, Insekten, das schon, Junge. aber wenn man genauer hinschaut, sieht es aus wie Millionen von Heidelbeeren, die einfach an diesem Baum kleben. Aber die sind riesig, die Heidelbeeren. Aber, Alter, das Wort, das ist ja so creepy, Mann. Alter, das ist Vor allem, creepy. wie er. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die das so mit so einem Messer und Alter, dann so da das entlang Ding. schneiden und die einfach alle abschneiden, so. Ja, aber schau das mal an, das sieht aus wie so schwarze Perlen einfach nur. So richtig geile Perlen, die Ja, da Mann, das sieht einfach aus wie abpflücken. so Unterwasserperlen, Alter. Die leuchten richtig krass. Und wenn Eine man die Wüste. aufschneidet, die haben auch so einen roten Kern, so einen Ja, Junge, der Typ zu Granatapfelkern der haben Seite die. hat nur geschrieben, dass ihm nur dieses Fruchtfleisch schmeckt und die Haut außen ziemlich bitter ist. Aber jetzt Ja, frage ich mich, wie die innen tatsächlich, schmecken, Alter. witzigerweise habe ich mir genauso den Geschmack jetzt auch von dieser Beere vorgestellt. Alter, die sieht Echt? aus, die sieht echt aus wie so eine Perle, Alter. Eine schwarze Perle. Alter, das ist strange. Aber wie komisch bitte ist es, dass die einfach an dem Baum Ja, klebt? oder wie komisch ist es, dass sie daran wächst? So, weißt du, was ich meine? Die wächst an dem Stamm. Also so überall, an dem kompletten Also es Baum. sieht halt Baumstammkirsche ist das, Alter, okay. die Auch sieht. Südamerika. Die sieht so creepy aus, ohne Witz. Alter, die werde ich mir niemals ziehen, Alter. Wird auch zu Wein. Oh. Zu Wein verarbeitet. Wein kann ich mir geil Ja, vorstellen, muss ich sagen. Boutique-Wein, Alter. So ein leicht, so ein bisschen wie Rot, noch eine schlimmere Art von Rotwein, würde ich behaupten. Ein bisschen säuerlicher Alter, dann das noch. klingt jetzt auch schon wieder geil. Kanonenkugelbaum. Warte. What the Was? fuck? Also das war jetzt, bis jetzt bin ich die beste exotische Frucht. Nicht die beste, aber halt die strangeste so von Also die dem, Strangers, was du Alter, jemals was gesehen. ist. Sorry, aber was ist denn das jetzt schon wieder hier? Ist ein Was ist denn? Kanonenkugelbaum, Junge. Alter, wenn du den. Das kann man auch wieder nicht beschreiben. Was Das ist ist einfach eine das? Blume und innen drin wächst einfach so, was ist das, so Haare Also raus? es sieht normal, also wenn die ganz normal gerade am Wachsen ist, dann sieht es aus wie eine Letsche, wie eine Kokosnuss einfach, finde ich aus. Alter, Aber stimmt. wenn die dann Halt dein aufgeht. Maul, die wächst auch so an dem Stamm. Guck dir das mal Ja, an. Siehst du das das Bild, wo eine der eine Bild. Typ so davor steht? Wo Ja. so. Warte, ich schick das auch Nee, mal rein. ich hab ein anderes Bild hier. Guck dir Das das mal an. Der steht so da. Guck mal, wie die wachsen, Alter. What the ne, fuck? ne. Das sieht Halt. mega geil. Das sieht geil aus, Das muss ich sieht echt geil. sagen. Das sieht aus wie so ein Baum. So ein richtig, stell dir so einen richtig fetten und hohen Baum vor. Und komplett um den ganzen Baum rum sind überall Kokosnüsse, Alter. Aber Überall. das Geile an der Junge. ist, wenn Alter. die wächst, die Frucht, dann wird die einfach zu einer Blume. Ja. Die Blume sieht mega geil aus, muss ich sagen. Aber wie strange ist es auch, dass sie am Anfang aussieht wie so eine Kanonenkugel und eine Kokosnuss und dann einfach zu einer Blume wird und die Frucht in der Mitte von der Blume wächst. Halt dein Maul, Alter. Ja, hier steht's leider aber auch, die Früchte können gegessen werden, sind aber wegen des fauligen Geruchs stark gewöhnungsbedürftig. Ach, ja, da steht auch, dass die eher Vögel essen. Schade, aber Ah, die sieht halt echt die geil sieht auch aus, aber echt, die kann man die anscheinend sieht nicht geil mehr aus, aber die essen. sieht halt auch nicht genießbar, Ja, so leider. Blumen, Junge, die snackst die einfach weg. Zack, Alter, dann. Okay, jetzt bin ich voll geflasht. Alter, gib mal Regenbogen-Eukalyptus ein. Der Oh mein Gott. Name. Alter, ohne Witz, das ist Endlevel. Was ist das? Alter, das ist. Stell dir mal davon einen Wald vor. Warte kurz, Das ist der Regenbogen. trippigste Wald, den ich je gesehen habe. Zieh dir mal das Bild rein. Eukalyptus. Oh, Alter, was? Das ist so geil. Alter, das ist so geil. Das ist so geil. Stell dir mal davon einen Wald vor. Alter, das kommt ins Thumbnail, Leute. Ein Das muss es. Regenbogen-Eukalyptus ist ja. Ah, Das. what Okay, the das hell? flasht mich auf jede Art und Weise. Das ist, was ich von einem Baum bis jetzt gesehen habe. Alter, es ist einfach. Ich versuch's mal zu beschreiben, Leo. Versuch's mal zu beschreiben. LSD-Baum. Es ist Legendary LSD-Baum, Junge. Nein, das Sag. ist halt so, als hätte man von oben mehrere Farbeimer einfach runterlaufen lassen. Und die Farbe zerläuft einfach den Stamm. Scheiße, ich will den bitte an unserem Haus haben. Ich will einen fucking Wald Vor allem davon der haben. wächst in Deutschland, sehe ich.
Ja, ich will einen fucking Wald davon Halt dein Maul, haben. ich will das im Garten haben. Guck dir das an. Alter, sieht der Alter, geil das ist aus. einfach. Oh mein Gott. Halt dein Maul. Was Geiles habe ich noch nie gesehen, was ein Baum sein kann, Alter. Also wirklich, wenn ihr könnt es ja selber dann googeln, das sieht halt echt aus wie so ein. Das ist nicht mal gefaked, Wie Alter. so Das ein ist. Baum, Alter. Die ganze Rinde ist einfach ein Regenbogen, Alter. What the fuck? Ich bin echt geflasht, Stell was die dir, Sachen wirklich, sind. stell dir Ich kann so keinen einen Wald Schatz. vor und du läufst da durch und du denkst doch echt, es ist ein Traum, Oh mein Alter. Gott! Halt dein Maul. Der Flammenbaum. Hä, halt, ist es ein neuer? Ja. Flammen. Der sieht ja. Aber Oh wachsen mein die Gott. natürlich? Dieses Wo, Bild. Oh mein Alter, Gott, dieses Junge, der Bild. sieht ja Dieses auch Bild krank ist. aus. Schau dir dieses Bild an. Stell Das dir sieht vor, du ja hast. auch krank aus, Alter, stell dir mal vor, Alter. du hast ein Haus und hast dann Ja. das als Oder Balkon das finde ich oder auch geil, guck irgendwie mal. so Ähnlich. als Innengarten. Alter, ja, Ja, genau. Innengarten. Der ist Du hast so einen perfekt. Ich schreib das auf, Innengarten Junge. und du hast. Das ist Glaub mir. perfekt für unser Haus, Alter, glaub mir. Das ist perfekt für einen Innengarten. Also, wenn du den im Haus stehen hast. Alter, halt dein Alter, Maul. dieser Baum sieht so auf jede Art und Weise geil aus. Weil der ist wie ein. Wie halt ein Feuer, Junge. Wie so ein richtiges Nee, Feuer, was brennt, es finde gibt ich. eine Baumart, die kennt man, die sieht von der Art und Weise, wie Holy der. fuck. Nein, Ah. nein, nein, Leo. Gib dir jetzt dieses Bild. Das ist ja Endlevel von dem Baum. Oh mein Gott, Alter. Scheiß die Das Wand sieht an. ja aus, als wäre das so ein asiatischer Garten, Alter. Und dann vor allem, weil diese Blüten Alter. noch am Boden liegen. Alter, ich bin so geflasht von diesem Bild gerade. Alter, oh mein Gott. Japanischer Ahorn wird der auch genannt. Das ist ein japanischer Ahornbaum. Ja, die Wurzel oder der Baumstamm sieht halt schon sehr japanisch aus, das Ja, stimmt. japanischer Alter, Ahornbaum. Alter. wie krank geil ist das Bild, bitte. Und wie traurig ist es, dass man davon noch nie gehört hat. Ja, aber jetzt kennen wir es Ey, ich und bin ihr so froh, auch. dass wir gerade diesen Podcast machen, weil das ist mit Abstand das geilste, die geilsten Baumarten, die ich je gesehen habe, Alter. Wie kamst du jetzt Oh. überhaupt darauf auf Baumarten, Alter? Nee, witzigerweise, Kanonenkugelbaum, von dem bin ich gerade gekommen. Und Okay. dann wurde mir, andere suchten auch danach und dann habe ich die beiden gesehen, Flammenbaum und Regenbogenbaum. Okay. Mega krass. Ja, heftig. Alter, Alter, jetzt. also dieser Flammenbaum, ich finde den noch Leute, jetzt krasser gibt's einen als kurzen den. Abschweif, ist mir egal. Ich mache jetzt einen kurzen Abschweif für seltene Baumarten, Alter. Das muss jetzt sein, ohne Witz. Ich finde So beide komisch das klingt, aber pervers. ich find auch geile Also, beide. sorry, also, Aber wenn du der den. Flammenbaum, der kickt mich noch einen Tick Aber geiler, ich muss ich finde zum sagen. Beispiel bei einem Flammenbaum, glaube ich, kickt vor allem so ein Einzelner, der so, weißt du, der so dasteht und einfach so wie der unter, das letzte Bild, der ist so mitten in einem anderen Wald und dann siehst du auf einmal so einen Flammenbaum, Alter. So einen japanischen Ahornbaum. Du läufst so Boah. durch den japanischen Wald, sieht mega alles richtig geil aus, so mit einem Fluss oder so einem Bach neben dir. Und Und dann dann noch so siehst du eine ein Pferd. Brücke, so eine Ja, genau. Bambusholzbrücke, Ja. Und Alter. dann siehst du auf einmal diesen fucking Flammenbaum. Ey, Junge. ohne Witz, der sieht mega Und geil da, aus. Alter, am besten stellst du dann noch jetzt Cody. so ein paar Statuen hin, so Steinstatuen daneben. Alter, das brauchen wir, Leo. Aber Das sieht ganz ehrlich, krass aus. so ein von dem Regenbogenbaum im Wald, wenn du den an der Tür hast, das ist ja das absolut trippigste, was du in deinem Leben jemals sehen wirst. Und vor allem, es ist einfach echt. Naja, Also, das ich bin geht echt ja gar geflasht. nicht mehr Ich bin klar, Junge, wirklich das ist ja geflasht, muss ultra ich sagen. heftig. Der ist mega. Junge, danke auf jeden Fall, dass du mir das gezeigt hast. Alter, Ja, danke Google, dass mir das jetzt angezeigt wurde hier, das ist krank. Das ist komplett krank, Alter. ey. Fucking Flammenbaum, Alter. Junge. Leider werden mir jetzt aber auch keine anderen Mir Bäume auch nicht mehr mehr, Alter. Ich suche angeschaut. gerade sogar extra nach so seltenen Baumarten, aber. Ich sehe hier leider nichts Junge, es mehr. gibt nichts Cooles. Was ist Alter, das? was ist das denn? Es gibt den Leberwurstbaum. Disgusting. Alter, was hat der für komische Früchte? Schau dir das bitte mal an. Was ist das? Alter, sowas Wie heißt Komisches der? habe ich. Der heißt Leberwurstbaum. Alter, und dieses Bild, Leberwurst. wie der Elefant mit seinem Rüssel diese eine Leberwurst von dem Baum snackt, sieht so witzig aus. Schick dir das mal da rein. Junge, das ist ja saulustig. Also. Wie die auch aussieht, auch die Frucht Hä? davon. Das ist einfach so. Also, es sind halt legit ein Leberwurstbaum. Also, wie man es sich vorstellt. Ist ja richtig geil. Aber der Elefant ist nice, oder? Alter, das ist sau witzig. Wie er sich so streckt, um diese Leberwurst von dem Baum zu snacken.
irgendwann. Alter, wie komisch ist die Welt bitte, Mann? Was ist das? Beschreib mal bitte, Ja, wie der Baum also aussieht. es ist halt, es ist halt ein normaler, jetzt habe ich den Namen, Akazie, genau, jetzt weiß ich wie. Der Flammenbaum sieht auch von der Form aus wie ein Akazienbaum. Und auch der Leberwurstbaum sieht auch wie so eine Akazie aus. Bloß das Geile bei dem ist, dass da echt legit so richtig lange Fäden runterhängen und an diesen Fäden ist einfach so ein fucking Leberwurst, Alter, Oder so eine hängt da richtig dran. lange weiße Frucht, Alter. Ja, so eine fucking Wurst einfach nur, ohne Witz. Und da hängen einfach so 100 Stück an dem Baum. Wie komisch, Und wie dann ist komisch einfach so ein Elefant, der streckt so seinen Rüssel komplett durch, um so eine zu das snacken davon. Also schade ist halt an der Sache hier auch wieder, dass der nicht zum Verzehr geeignet ist. Ja, für Elefanten anscheinend schon, Junge. Aber für Tiere mal wieder schon, ne. Aber das. Alter, Junge. Ey, der sieht schon wieder echt anders lustig aus, muss ich sagen. Nicht so Aber krass. den würde ich mir niemals, niemals irgendwo hinstellen. Der sieht so Ja, scheiße das sieht echt scheiße aus, das muss man echt sagen. Aber witzig. Aber witzig ist er, ja, man. Witzig sieht er auf jeden Fall aus. Alter, ich komme nicht klar auf die Bäume, ohne Witz. Das. Also der Flammenbaum, weiß nicht, das der catcht mich gerade wirklich, muss ich sagen. Wie Also, komisch das sorry, wirkt. aber. Der ist mega. Ich Warte hole mal. doch hier, ich hole noch gerade ein bisschen durch bei Früchten wieder. Ich hab noch richtig viele Früchte, Wir also ist haben kein Problem. noch so viele geile Früchte, Wir haben noch die. so viel übrig, Alter. Ja. Was war eigentlich das nochmal? Such mal kurz Kam. nach wunderschönen Baumarten. Ja, das klingt doch Ach, geil Carola war beschrieben. Sternfrucht, genau. Boah, der sieht auch pervers aus. Aber ich glaube, wir haben halt echt die zwei Zykerlis rausgeholt, Alter. Ja, wobei. Alter, nee. Oh mein Gott, schau dir das Bild an. Oh mein Gott, ich habe noch einen trippigen Baum gefunden. Oh, den habe ich auch. Den habe ich gerade auch Den gefunden. Palisanderholzbaum. Echt jetzt? Bei Alter. mir heißt der Royal Empress Tree oder ein Bunu Goron Melissin, Alter. Warte mal, wie heißt der Royal? Royal Empress Tree. Alter, das klingt nach'm, hier. Alter, sieht Royal der. Empress klingt nach einem Seaskull-Skin, Der muss ich sieht, sagen. der sieht, äh. Der sieht, das ist doch deiner, oder? Das Das ist doch ist, nee, derselbe. nee, das ist ein anderer. Aber der sieht voll ähnlich aus wie deiner. Er wird Kaiserbaum auch genannt. Ja, Logisch, Empress Tree Kaiserinbaum halt, ja. ist ja logisch, aber. Kaiserbaum, ja, stimmt. Royal Empress Tree. Alter, der sieht ja Nee, Kaiser. mega geil aus. Alter, dieses Bild ist Endlevel auch wieder. Alter, das hier, warte. Sirene. Schaut dir das mal an. Echt, ich finde das hier pervers. Guck mal, diese Allee. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe Wenn es du auch gerade. da Ja. durchläufst, Alter. Alter, guck dir das an. Das ist wie so ein düster Wald aus Herr der Ringe, Alter. Nur mit so lila Blüten überall. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an Harry Potter, muss ich sagen. Alter, das sieht so aus, als würdest du, wenn du da reingehst, wächst der hinter dir einfach zu. Um das mal zu beschreiben, das ist Ja. einfach so ein dunklerer Baum eher. Relativ hoch. Und der hat einfach so lila, pinke Blüten. Ultra geil. Ultra Die geil. Allee ist echt krank, Die da hast du Allee ist recht. krank, Alter. Die Allee ist ganz, ganz, Aber ganz mein krank. Palisanderbaum ist tatsächlich was anderes. Okay, warte, ich muss jetzt mal schauen. Palisanderbaum. Er sieht Also. halt, also im Vergleich zu deinem ist er jetzt halt Schmutz, muss ich dann halt echt sagen, weil das ist eher so ein Es sieht aus. kleinerer. Ja, Mann, es sieht aus wie Miner in Low. Also ein klein halt eher so. Und Na. die Blüte ist halt ein bisschen heller, leider. Ja. Aber wenn der richtig ausgewachsen ist, so wie das Bild, was ich dir jetzt vorhin geschickt habe, dann sieht der echt cool aus, muss ich sagen. Stimmt, das stimmt, der sieht echt geil Aber aus dann. der Royal Empress Tree, holy damn. Der sieht halt mal wieder. Also lila an Bäumen sieht halt anders geil auch immer aus, aber das ist schon, allein der Name ist halt auch schon wieder krank. Der Name ist echt geil. Also hat sich jemand, wahrscheinlich war der halt für irgendeine Kaiserin, wäre halt geil auf jeden Fall, wenn es so ist. Aber Ja. der Name, Der props auf Name ist jeden Fall, der echt. ist echt wieder geil. Ja. Ja, was ist das auch schon wieder? What the fuck? Okay, ich habe schon wieder zwei, aber ich muss die Namen finden, Alter. Was ist das? Als ob wir heute über Bäume reden. Ich find's mega nice. Ja, Alter, da. Ey, sorry, aber die sehen halt auch echt krank aus, muss ich Junge, ich habe sagen. gerade so einen geistesgestörten Baum gefunden. What the fuck? Was ist das? Ich hoffe, das ist nicht gefotoshoppt, Junge. Alter.
Vor allem, du findest zu dem nichts. Gibt auch einen australischen Flammenbaum. Okay. Der sieht auch cool aus. Aber der ist ein bisschen gefleckter. Das ist nicht so geil. Ja, Junge, also wirklich, das ist ja, also so der Flammenbaum und dieser Regenbogenbaum und dieser Royal Empress Baum, Empress Alter, halt Tree. dein Maul. Das sind so, Junge, ich komme nicht drauf klar. Ich komme gar nicht drauf klar, Ja, wie die vor allem, aussehen. wir haben, also, Ich hab's sowieso noch nie gesehen, meinem ganzen Leben nicht, Alter. nur nicht mal in den Dokus oder irgendwie so ein Scheiß habe ich sowas gesehen. Warum nicht? Das sieht so cool aus. Alle zu faul, da mal hinzufahren, Junge. Zu irgendeinem Wald davon. Aber, Alter, was ist das für ein Baum? Der Name sagt mir irgendwas. Heiliger Hain. Übrigens geile Alliteration. Such mal den heiligen Hain. Warte. Ja, fuck. Das sieht ein bisschen aus wie italienischer Baum so. Aber, Mit also A. wie so eine Toskana. Aber Mit der wächst AI. einfach Mit heiliger AI. Hain. Mit Hein. Ja, E einfach A oder ganz I. normal wie der Hain. Hain. Heiliger Hain. Ja, genau. Ja. Baum, ne? Ne, einfach heiliger Hain. Der sieht aus wie so in der Toskana, Alter. Warte Geht mal. dein Maul? What the? Gib mal heiliger Hain und Baum ein, dann kommen da so Leute, die den umarmen. Ja, ich sehe, ich habe Also, auch was Baum mich halt eingegeben. geflasht, pass mal auf den Discord, das Bild hier. The Ja, fuck? das sind, das ist Affenbrotbaum, ist das. Maul. Das ist ein Affenbrotbaum, ne? Der hat einen fetten Stamm und wird dann oben immer dünner. Das ist in Afrika ein relativ Ja, verbreiteter Mann, Baum. stimmt, das ist ein Affenbrotbaum. Alter, was ist das? Das sieht aus wie so eine richtig fette Karotte oder eine Knolle, Ne, das die ist so echt aus dem abgefahren. Boden rauswächst und dann hat die nur oben Äste, wo so Blätter dran wachsen, Alter. Und irgendwann sind die anscheinend auch komplett kahl ab und zu. Alter, das ist ja ultra strange. Und vor allem, wenn du so einen Wald davon hast, Alter, Junge, wenn ich mir das Bild schon wieder gebe, guck mal, und da läuft da auch noch so eine Afrikanerin mit so einem Wassergefäß auf dem Kopf rum. Guck dir das mal an, wie hoch die auch sind. Alter. Warum nennt man einen Baum der gewöhnliche Judasbaum? Lass mich verarschen. Ja, das Bild ist nice, muss ich sagen. Das ist cool. Der gewöhnliche Judasbaum. Der hat auch ein bisschen was, muss ich sagen. Was hat der mit Judas zu tun? Das ist halt einfach, das sieht auch wieder aus wie so ein Also Kirschblütenbaum halt. hat einen religiösen Hintergrund anscheinend, Der aber. gewöhnliche Judasbaum halt. Es gibt anscheinend eine Gattung der Judasbäume sogar, also keine Ahnung, da muss es mehr von geben anscheinend. Alter, da gibt's sogar auch Früchte immer wieder. Alter, halt dein Maul, die kosten 400 Euros. Ja, ich sehe es auch Ein gerade, Samen krass. davon, Alter. Bruder. Warte mal, was ist Plum? Was? Plumbago? Warte mal. Auch wieder ein Baum oder was? Ja, warte, keine Ahnung. Lumbago. Baum. Ach so, das ist nur so ein Strauch. Ne, okay, nicht so wichtig. Ja, der ist nicht so geil, muss ich sagen auch. Keine Ahnung, Okay, wir können warte auch noch mal, mal. wenn der jetzt nicht geil ist. Warte. Bin ich gespannt. Achso, wie gesagt, der Judasbaum ist einfach echt nur so ein Kirschbaum. Sieht echt low aus, muss ich sagen. Nicht so geil. Aber, Alter, ne? Der Alter, Flammenbaum, Leute. Ihr seht ihn im Thumbnail, wie wirklich. trippy sind bitte die Blätter von dem Lebkuchenbaum? Was für ein Ich Lebkuchenbaum, schau ey. dir mal die Blätter an. Lebkuchenbaum, Alter. Als ob sowas überhaupt. Alter, der Lebkuchenbaum sieht ja Was? so Der anders im auch schon Garten, wieder der links aus. oben, der orangene. Warte, ich schicke ihn dir kurz. Ich glaube, du meinst ihn gleich Ja, nicht. ja, ja. Alter, what the fuck? Er sieht halt aber auch. Ist der real? Also der ist unterschiedlich. Manche sind halt richtig grün, manche sind. Alter, Also ich glaube, der ist ja auch heftig. den ich Guck dir geschickt mal habe, den an. ja, der ist im Der Herbst auf jeden Fall. explodiert so richtig, so. Ja, genau. Junge. Davon im Wald kann ich mir aber auch richtig geil vorstellen. Schon halt. Vorstellen. Aber du sollst ja auch keine Monokulturen machen eigentlich. Nicht Naja. gut. Aber, Junge. Der sieht strange aus. Also der sieht Ey, ich will nichts so sagen, aber es gibt aus so wie kranke so ein kleinerer. Also der sieht eher aus wie so ein Busch. Bräuche. Aber halt so, wenn der als Baum ist, ist der halt schon größer, aber trotzdem so richtig dicht halt. Und also die Bilder, die wir sehen, sind alle, da hat er so orange-rote Blätter einfach. Vielleicht Herbst, aber, also kann gut sein. Sieht aber mega, mega strange aus Oh, so. der Wie als würde der so Amberbaum. explodieren, der Baum. Der Amberbaum sieht auch cool aus. Amberbaum. Also da gibt's ein Ja, geiles ja. Foto zumindest Ja, ist auch so voraus. ein roter, ne?
Ich muss sagen, mir Auch kommt viele aber nichts von ran an die uns. anderen Bäume, die wir gerade hatten, ne? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist echt krass. Ich finde auch, oh nee, 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 ich habe die exotischen Früchte geschlossen. Warum? Scheiße, Alter, das wollte ich nicht tun. Aber ich konnte es retten, Leute. Also ich sehe Kürzlich auch, also geschlossen, die easy. meisten Sachen, die wir jetzt hier gesehen haben, die kommen entweder aus Japan, Oder Asien aus in die Südamerika, Richtung, Junge. oder, nee, aus Nordamerika. Die ganzen Bäume irgendwie Amerika. Na, ja, Junge, Nordamerika in die ganz Richtung. normal, ganz normal. Ja. Noch Ja, ganz weil ich habe kurz. irgendwie, nie den Reiz gehabt, irgendwie nach Japan zu gehen, aber wegen dem Baum, wegen dem Flammenbaum, ich weiß nicht, dieses eine Bild, das hat mich jetzt schon irgendwie gecatcht, muss ich sagen. Ja. Ey, der Flammenbaum ist krass. Aber wir können Wirklich. jetzt nochmal, das war jetzt ein guter Exkurs zu Bäumen, ja. Also wirklich, zieht euch bitte, also ich meine, ihr seht es im Thumbnail, ich werde die safe reinhauen. Also den Ja. Flammenbaum, den einen, Alter. Also, wie man sowas Endlevel. nicht geil finden kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich will sowas haben, du. Ja, same. Den brauchen wir. Aber ich weiß Also nicht, ob der diesen, hier wächst, ey, ne? Aber. dieses eine Bild, das wird sich in meinem Kopf jetzt einbrennen. Der Flammenbaum, der auf dieser geilen Veranda, auf diesem Echt, ich Strand. finde das dritte Bild viel mehr Endlevel. Das, wo der im Wald steht, Alter. Ja, Das das sieht schon sieht. geil aus, aber wenn ich mein Haus baue, dann will ich auch so einen Flammenbaum mit genau dieser Bank dahin Nee, ich pflanzen. will genau das auf dem dritten Oh eher. mein Das dritte Gott. finde ich so viel geiler noch, Und muss hinter ich dem sagen. Haus ist dann der Regenbogenwald. Ja. Oh mein Aber Gott. zu den Früchten, guck dir jetzt mal eine Kaju an, Alter. Wird die geschrieben? Dayu. Kaju, Alter. Oder Kaju, kann auch sein. Das ist ein fucking Cashew-Baum. Wie gesagt, das ist halt von dem Cashew-Ding jetzt, aber guck das mal an. Das sieht Hä? ja ultra weird aus. Ist die legit, wenn man die aufschreibt, wie eine Feige? Das ist halt for real, also an der Kaju anscheinend wachsen die Cashewkerne. Aber die sieht ja ultra strange aus. Und die gibt's anscheinend in Südamerika, in Brasilien, grillen die die. Also, die grillen die Lol. und essen die dann. Oh Das sieht mein Gott, ey. pervers geil aus, muss ich Ja, das sieht sagen. aus. Die Hat rösten die sowas. so. Es hat was wie ein Apfel. Und eine Mit so. Paprika. Ja, genau. Und eine Paprika irgendwie. Ja, Und und getrocknet. dann hat sie so einen Wurzelstängel dran Hätte ja noch. da so einen Cashewkern unten dran Ja, einfach. Paprika trifft sogar besser sogar noch als Ja. Apfel, muss ich sagen. Das stimmt. Dieses eine Bild da. Sieht halt aus wie eine Paprika. Irgendwie auch wie ein Kürbis. Kann es sein? Auf dem einen sieht die krank aus wie ein Hat auch was von Kürbis. Kürbis, hast du recht. Ja. Alter, da sieht die ja übel aus wie ein Kürbis. Warte mal, ich schick dir das. Alter. Guck mal, das ist einfach ein Kürbis mit einem Cashewkern unten dran. Das Bild ist mega lustig. Ja, Mann, das sieht echt komisch aus. Warte mal, dann schließe ich mal die Seite kurz. Also das geht gar nicht klar. Also guck dir das an, das Bild. Das ist einfach ein Kürbis, Junge. Aber gut. Ich finde aber, es gibt noch viel strangere Früchte. Ich habe noch mehr, Leo. Such Ja, hau mal. raus. Gut, ich glaube, Zabote hatten wir, oder? Hatten wir eine Zabote? Nee. Nee. Such mal eine Zabote. Nee. Zabot. Okay. Such mal eine Frucht. Warum kommt da einfach ein Jazzspieler? Ja, hä? Ja doch, such Zabote an Frucht, dann ist das oben Frucht, links. ja, Das ist dieser genau. Kürbis, der so schwarz ist. Alter, was ist das denn schon wieder? Das ist einfach ein schwarzer Kürbis. Das ist halt echt ein Kürbis, aber mit einer fetten Bohne als Kern. Als hätte man so eine fucking Bohne als Kern als irgendwie ausgewählt. Ich verstehe das schon wieder Die nicht. Welt, Junge, wie Es hat strange. auch was von einer Papaya, muss ich sagen. Eine Papaya sieht ähnlich innen aus. Ne. Stimmt, eine Papaya sieht sehr, sehr ähnlich aus. Damit. Hat auch wieder was von der Kokosnuss von außen. Ja. Die sieht lecker aus, muss ich sagen. Da habe ich wieder Bock Übrigens, auf die. diese Anne, die man da auch sieht auf den Bildern, ist eine Guama. Such mal eine Guama. Mal ganz ehrlich, ich will mal wissen, was das, wie das schmeckt. Okay, also wenn du das suchst, eine Guama sieht bisschen aus, also sieht einfach legit aus wie eine Bohne, die an einem Baum wächst. Halt wie diese Brechbohnen. Nur größer, länger und an einem Baum und innen drin hat die wieder so Knoblauchzehen. Aber diesmal hat die wirklich so Zehen, nicht eine Wie Knolle, wird die sondern geschrieben? Guama. Und innen hat die einfach so Knoblauchzehen, wenn du die aufknackst anscheinend. Siehst du das?
Lol, das sieht aus wie eine Eine Brechbohne halt, oder? Erbsenschote. Eine Erbsenschote, ja. Ja. So ist in die Richtung. Lol. Übel strange mal wieder. Das sieht Lol. echt komisch Lol, aus, vor allem. diese Zehen haben sogar noch Kerne innen. Guck mal. Die haben einfach grüne und schwarze Kerne halt. The fuck? Alter, wirklich. Die wird auch Eiscreme-Bohne genannt. Warum? Gibt's davon Eiscreme, Alter? Anscheinend. Guam-Eiscreme? Wäre auch schon wieder heftig geil, glaube ich. Die hat so einen Pelzmantel, so einen ganz komischen Pelzmantel. Alter, Endlevel. Mal wieder Die Endlevel sieht echt Strange. anders aus, aber irgendwie auch wieder geil, muss ich sagen. Da habe ich auch wieder Bock auf die zu essen Hab wie irgendwie. eine Guruba. Alter. Hab irgendwie das Ah, okay, Gefühl, wir eine sollten mal. Guruba ist eine Ich habe irgendwie Mischung. so. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal reisen, Alter. Ja, reisen und Das die einfach alle wäre snacken. Einfach mal nach Südamerika cool. und die einfach Irgendwie mal nach Brasilien oder irgendwie so und alle dann. snacken, Alter. Guck dir das mal an, Boah. Alter. Eine Guruba. Mehr als Grube. strange wieder. Mehr als strange, muss ich Grube, sagen. ja. Ja. Was ist das? Es ist eine Passionsfrucht? Ein Mix aus einer Passionsfrucht und irgendwas anderem. Eine Birne vielleicht? Was Die ist sieht aber das? auch, die sieht auch interessant aus, muss ich Warum sagen. gibt Vor es allem so viele Früchte, Alter? Junge! vor allem, die sehen so alle unterschiedlich aus, die Bilder. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist, to be honest. Doch, doch, das ist halt einfach das übel klein, guck mal, das 5-Cent-Stück neben dem Ja, einen. Das ist die Gurube. Also die ist so lang aber. gezogen und innen eine Passionsfrucht einfach. Ja. Also die sieht aus, pass auf, die hat eine Limettenhaut außen. Von der Form her, wie würdest du die von der Form beschreiben? Das kann fast schon eine Mini-Gurke sein, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Von der Form. Alter, warte mal. Also wirklich, die ist auch echt klein. Eher so wie eine Mini-Mini-Frucht. Die sieht so aus, wäre die so groß wie 5-5-Cent-Stücke. Mein Gott. Wenn der so das daneben liegt. Und innen drin einfach eine Passionsfrucht, wenn du die aufschneidest. Orange, komplett wie eine Passionsfrucht, einfach mit schwarzen Kernen drin. Ultra strange, Alter, mal wieder. Ultra strange. Ich habe Ach, ihn das so. ist die Granadilla dann, die du meinst. Okay. Okay, such mal eine Camu Camu. Warte mal ganz kurz. Camu Camu, Alter. Junge, was ist Ey, das? warte mal ganz kurz. Du hast doch vorhin was mit Lulo gemeint, oder? Ich hab's gerade geschlossen, ich weiß nicht. Ganz, Geiles. ganz bevor wir den Podcast überhaupt gestartet haben, hast du doch irgendwas mit Lulo gemeint. Ja. Und dann hast du gemeint, nee, so wird der Markt gemeint. Irgendwie. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja. Es ist tatsächlich eine Frucht. Gib mal Lulo ein. Das ist eine Frucht. Lulu. Frucht. Lulo. Lulo. Lulu, Frucht, Alter. Das ist eine Okay. Frucht des Kolumbien. Die sieht aus wie so eine orange Tomate. Ja, okay. Und da hat der eine Lulo. gemeint, du sollst den Saft davon trinken. Von der Lulu. Oh Lulu. ja, Alter, das kann ich mir auch geil vorstellen. Die Alter, so ein bisschen. die sieht aus wie eine Orange. Und innen drin ist die einfach grün. Weißt du, Und. wie der Geschmack beschrieben wird? Das ist eine Zitrusfrucht, die an ein wenig wie Rhabarber und Limette zusammenschmeckt. Oh fuck. Rhabarber und Limette, Alter, das kann ich Das mir klingt nicht vorstellen. sehr säuerlich geil, kann ich mir das vorstellen. Junge, Limette und Rhabarber Alter, fusioniert. die Guruba sieht echt witzig aus. Such Mit mal. G, mit Such. G. Ja. Gib mal Guruba mit G ein. Ja, hab ich doch, oder? Nein, mit Guruba? C hast du gemacht. Nein, nein, Guru. Guruba. Das ist doch die. Junge. Das sieht aus wie eine Banane. Oh fuck. Alter, was ist das für eine Frucht, Mann? Pause mal rein, Alter. Ja, ich hab hier. Warte, ich schau mir mal das Bild an. Ich raff grad gar nichts, Alter. Ich bin komplett Ja, ich raus. bin auch gerade verwirrt, weil es gibt eine Kuruba und eine Guruba mit G. Schau dir das mal Ja. an, die sieht aus wie eine Banane. Und wenn man die aufschneidet, ist einfach eine Maracuja innen drin. Hey, du hast recht, Junge. Die steht auch hier, die Frucht sieht ähnlich aus wie eine kleine Banane, länglich und gelb von außen. Ansonsten ähnelt sie ein wenig einer Kiwi oder einer Lulo. Man schneidet die Frucht in der Mitte auf und löffelt das orange Fruchtfleisch von innen aus. Oh fuck. Erinnert an eine Kiwi. Okay. Sieht aus, als würdest du wie eine Kiwi essen, aber es geht ja gar nicht klar. Alter. Oh Such mein Gott. mal eine Camu Camu, eine Camu Camu, Junge. Camu Camu. Warte. Wie wird die geschrieben? Camu Camu mit C. Camu Achso. Camu. Also sind zwei, also ja. Sehr interessanter Name auf jeden Fall. Die sieht aus wie so ein kleiner Apfel. Ja, und irgendwie auch, warte, irgendwie erinnert dich, ich muss irgendwie gerade an eine Nuss denken, aber ich weiß nicht warum.
Ja, hat was von der Nuss, weil eben, wenn man sie aufmacht, hat, ist sie auch wie so eine Walnuss aufgebaut. Ja, stimmt, Alter. Alter, das ist auch schon wieder so strange. Warum sehen die alle so unterschiedlich aus? Ja, die sieht echt Und komisch aus, innen. muss ich sagen. Alter Junge, ich krieg da Ist so. anscheinend Ey, auch wieder ein wenn ihr Zyklus. gerade zuhört, wirklich, wie könnt ihr gerade nicht Bock haben, alle Früchte dieser Welt zu snacken, Alter, wirklich. Wir reden jetzt schon eine Stunde nur über Früchte und das ist so pervers, Ja, Alter. Das echt ist krass. pervers. Es Wirklich. gibt eine rote Birne, die heißt Pera Rocha. Alter, die sieht mega geil aus. Okay. Alter, wie so eine, einfach als würde man eine Birne Haben mit wir einer schon eine Apfel. Pomelo angeguckt? Es kommt nichts mehr. Alter, wie geil sieht das Bild bitte aus? Zieh dir mal. Alter. Das ist eine Pera Rocha von innen. Warte. Hau Wait rein. a minute. Wait a minute. Warum sieht die so unfassbar geil aus von innen? Jetzt bin ich verwirrt. Hey, das Das ist eine kann. Pereroya. Ja, Pera Rocha wird das Rocha, ausgesprochen. ah, so ist so spanisch-mäßig, Wobei okay. Rocha ist rot. Und Pera Ah. ist wahrscheinlich dann Birne, gehe ich mal Pedda, von Pedda. aus. Das ist halt echt so eine Birne, die innen komplett, aber mal auf ganz stark rot ist, Alter. What the fuck? Alter, sieht die Pera. lecker. Die sieht so lecker aus. Als wäre das so ein, auch eine Art Chili. Halt dein Maul, das ist einfach So ein wirklich. Melonen-Chili. Hä, aber warum gibt es davon verschiedene Versionen? Also manche Ja, sind nicht so ich bin auch heftig gerade, rot. ich bin auch verwirrt gerade irgendwie, weil das Bild sieht mega geil aus. Und dann, wenn ich andere Bilder anschaue, dann sieht es aus wie so eine Birne, wie Ist eine halt einfach so eine normale. Birne und ein Apfel gemixt, so. Auf anderen, also legit halt. Das sieht einfach aus wie ein Mix aus einer Birne und einem Apfel. Mit so einem Touch Südamerika, Junge. Guck dir das an, auf dem Bild Warte zum mal, Beispiel. ich geb Guck mal mal. noch Guck mal auf Guayaba das noch Bild drauf. an. Ja, warte ganz Ah, kurz. vielleicht ist es so ein Mix nochmal. Irgendwie haben die noch eine Guave da reingehauen oder so. Kann das sein? Ja, du musst mal, gib mal Guayaba noch davor ein, wie es auch auf dem Bild draufsteht. Gib noch Guayaba davor Ja, ein. mach ich. Ja, das Ah. ist tatsächlich was. Ja, doch. Die haben Ja. da noch eine Guave reingemixt, ja, Mann. Lo Alter, das sieht aus wie Pervers. eine. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh. Aber die wächst halt nicht natürlich, muss man sagen. Die ist halt einfach so Ja, ein Mix leider. aus so random Schade. Shit, Alter. Zieh dir mal eine Pomelo rein. Pomelo. Ja. Naja, die haben wir aber. Haben wir die Die schon? habe ich zumindest schon mal gegessen. Wie schmeckt Der die? Pomelo ist eine Pampelmuse, by the way. Okay. Also. Wie schmeckt die? Erinnerst du dich? Die ist, ja, die habe ich einmal in Österreich gegessen. Das, die, machst du es wie so eine, wie eine Orange schneidest du die auf. Und die ist, wenn du die isst, wie getrocknete. Oh, das ist echt schwierig. Das ist. Der Geschmack ist so strange, finde ich, weil das ist von der Konsistenz her wie so ein. Ne. Boah, warte mal, ich muss mir mal. Ich muss. Weil ein Kumpel von mir hat immer in der Schule eine Pampelmuse immer mitgebracht. Übrigens, zieh dir mal Wie das heißt auch die? noch was komplett abgefuckt Muss ist. man auf Die. jeden Fall mal. Also, Pampelmuse muss man auf jeden Fall mal gegessen. Das ist ein mega cooler Geschmack, muss ich Okay, sagen. also die ist geil, Der. schon mal. Die ist geil, Zieh muss ich dir sagen. mal eine Blaugurke rein. Oh. Gott, Alter, was ist das schon wieder? Warum finden wir so viele neue Sachen schon wieder? Alter, was? Junge, was Jetzt hier, ist das? nee, was? Nee, was? Das ist halt, du siehst es ja, ne? Also, what the fuck? Ich weiß jetzt nicht, ob das geil oder eklig ist. Das ist halt einfach, also von der Beschreibung her, wirklich das. Vorhin noch diese Wurstfrucht, Alter. Das sieht fast genauso aus, oder es sieht aus wie eine. Nee, das hat was von, es sind übergroße Erbsenschoten, finde Weil ich ich, es wieder gerade sieht gehört das habe, mein Video aus. ist fertig gerendert, sorry. Was war? Übergroße Erbsenschoten, in Blau aber. Okay. Ey, die Farbe Blau sieht mega geil aus. Das ist Blau von der blauen Das Gurke, Blau sieht sieht echt echt cool geil aus. aus. Also es ist echt wirklich so eine blaue, also logischerweise eine blaue Gurke, Aber sieht aus wie eine blaue üblicherweise, Gurke. aber mal ganz kurz, wenn man die aufschneidet, sieht die halt echt legit aus, als würde man, hier Warum hat die so ein. ein. So ein Insekt irgendwie Die hat aufschneiden. ja auch insane viele Kerne, zieh dir das rein. Das hat was Alter. von, also von der, vom Innenleben wie eine Junge, ich Maracuja. sehe gerade einen. Der hat so Rick and Morty-mäßig. Guck mal. Alter, das sieht echt eklig aus, wenn man Blue die Pickle aufschneidet. Rick. Was ist? Lol. What the fuck?
Als ob sie mit so Rick and Morty macht, so Also, Blue Pickle die sieht Rick, echt Alter. geil aus, aber wenn man die aufschneidet, finde ich die echt eklig, weil die echt wie ein Innenleben von Aber von irgendwas außen war. sieht die schon, muss ich sagen, edel. Also, Ja, ultra, mega. das Blau sieht, das ist so ein richtiges Weil königliches das ist Blau, halt, Alter, auch. ja, das ist so ein royales Blau, das stimmt. Ja, Mann. Das ist Das ist pervers. nicht. Alter, wir haben noch eine richtig geile vergessen. Scheiße, Leo, die haben wir den ganzen Tag schon vergessen. Oh mein Gott, die heißt Aguaje. Zieh dir Wie? das rein. Wie? Ich hab sie geschrieben, Aguaje. Und die kennst du. Und du weißt noch, was es ist, Alter. Das ist. Ah, oh mein Gott. Warte mal, jetzt muss ich Das ist. Oh, erstmal. ich spoil es noch nicht, Leute. Ich spoil es noch nicht für Leo. Ja, Mann, Das stimmt. ist diese. Die. Diese. Oh, ja, oh, stimmt. Alter, als ob. Oh, du G, zum Glück hast du die gefunden. Stimmt, das war eine der ersten Früchte, die wir auch so gefunden haben, als wir mal nach exotischen Früchten gefunden Holy haben. fuck, siehst du auch wieder diese Palme Ja, Alter, Alter. what? Wie einfach eine fucking Drachenei mal wieder. So Das. kleine Dracheneier. Ja. Wenn man die schält, sind es einfach. Wie Ja, keine Honig. Ahnung. Oder eine Orange, Alter. Ja, wie eine Orange eigentlich. Siehst du diesen Teller, wo Ja. die alle geschält sind? Doch, das ist. Diese. Aber ja, wie eine Melone, so eine Honigmelone auch so ein bisschen. Also, stell dich legit vor, so Mini-Dracheneier. Also wirklich so mit Schuppen, so die ihr sehen könnt. So Oh mein Dracheneier. Gott. Und innen einfach so Das ist richtig echt das gelb. Highlight noch am So Ende. richtig gelb und wie so Honig, Alter, und Orange. Ich will wissen, wie die schmeckt, Mann. Wie schmeckt die? Gibt's da irgendwelche Berichte, Alter? Ja, warte. Auf unserer fruchtigen Erkundungstour des peruanischen Dschungels, Alter, bemerkten wir die seltsame Frucht. Wenn man sie genießen will, muss man sie erstmal aufwendig schälen. Im Okay. Gegenzug dazu ist das Ergebnis sehr dürftig. Oh, mh, das ist schon mal traurig. Eine kleine Menge Fruchtfleisch versteckt sich hinter der Schale. Der Aufwand lohnt sich jedoch. Das Fruchtfleisch ist exzellent, okay? Oh Und die nein, machen halt exzellent im auch noch. Regenwald, machen die daraus auch wieder Speiseeis und Getränke. Und Getränke, ja, das Getränk habe ich auch gerade eben gesehen. Das sieht mega geil Als ob die aus. einfach wieder Eis und Saft daraus machen. Ich liebe es, Alter. Das ist echt ein geiler Lifestyle, muss ich Alter, sagen. stell dir vor, du hast es so zu Hause in deinem Garten, stehst du auf, presst dir erstmal deinen frischen Aguaje-Saft, Alter, Von snackst der dir noch, Buriti, die Buriti-Palme, von guckst der du auf kommt deinen das. Regenbogenbaumwald, Alter, ziehst dir so einen Saft rein, Junge, der Lifestyle, aber ganz böse. Die Buriti-Palme, ja, Mann. Und dann so geile. Ayuga. Alter. Aguaje. Aguaje, ja. Mega geil. Aber richtig schwer zum Aussprechen. Ultra. Jetzt habe ich hier noch eine Kamito oder eine Umari. Alter, es gibt ja so. Es gibt eine fucking Pfirsichpalme. Mega geil. Also, sie sieht nicht besonders aus, aber der Name finde ich jetzt witzig. Oh, warte, ich will noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, jetzt noch zu den Stories in der letzten halben Stunde. Asiatische Früchte, Junge, da habe ich mir noch gar. Da gibt es doch perverse, oder? Ja, aber japanische Wollmispel gibt es zum Beispiel. Ah, da hatten wir auch die japanische Himbeere oder so, glaube ich, einmal. Hatten Früher. wir auch, genau. Glaube ich, japanische Himbeere. Ich glaube, die war nice. Sie sah aus wie so eine gehärtete Himbeere. Ja, mit Stacheln. Sieht aus wie eine Himbeere mit so einer kleinen, wie von der Phytalis, glaube ich, so. Dieses Außenleben, sage ich mal. Dann aber so härter und irgendwie mit so leichten Stacheln und so sieht die aus. Und halt eine Himbeere. Ich weiß, Alter, wie man es beschreiben soll, Alter. warum wird der wird auch Kaugummibaum genannt? Alter, zieh dir mal eine Yuzu rein. What? Warum wird der Das ist Kaugummibaum einfach eine genannt? Zitrone mit so Flecken, Alter. Oder das sieht aus wie eine Was hast du verschrumpfte. gesagt? Eine Wie heißt Jutsu, jetzt? Alter. Wie wird das geschrieben? Ja. Yuzu. Sieht aus wie eine verschrumpelte Zitrone, Alter. What the fuck? Lol. Was ist das, Alter? Ja, halt echt so. Also wirklich wie eine verschrumpelte Zitrone. Ja? Ich denke mal, das ist auch eine Zitrone. Ja, Hybridpflanze ist es halt legitimerweise zwischen Mandarine und Papeda. Okay, warte, jetzt will ich wissen, was eine Papeda-Frucht ist. Alter, eine japanische Pflaume, die will ich mir jetzt mal kurz reinziehen. Eine Ume. Ume.
Midoriya Sandoya. Lol, Alter. Alter. Zu dieser, Scheiße. zu deiner Jutsu gibt's halt das Pendant zu Limetten. Da Okay. gibt's auch so verschrumpelte Alter, Limetten. zieh dir mal von der Ume den Baum rein. Der sieht ja wieder mal Endlevel geil Von der aus. was? Ume. Und dann buch mal den Baum. Oh ja. Siehst du diese gekrümmten Bäume rechts? Was ist das? Wie können die wachsen? Ich hoffe, das ist gefotoshoppt, Alter. Ich schick dir das mal rein. Was ist das? Guck mal. Was ist das eine Umebaum? Guck mal. What the fuck, was hast du denn gefunden? Das ist nicht der Ume-Baum. Das war nur da noch angezeigt. Aber zieh dir das mal rein. Was Aber ist das? solche, so einen Baum habe ich schon mal gesehen. Das ist echt. Können die so wachsen, Alter? Ja, tatsächlich habe ich so einen Baum schon mal Aber gesehen. warum Das wachsen ist, die das so ist. strange? Also die. Das hat. Ja, das muss wegen Wind oder irgendwie sowas zu tun haben, keine Ahnung, aber das habe ich schon mal. Den Also habe pass ich auf, das ist legit. einfach so ein Baum. Und Den legit, habe der ich kommt direkt aus der legitterweise. Erde und macht direkt so einen Bogen. Also wie wirklich komplett gebogen halt einfach. Und dann wächst er straight einfach weiter Den gibt's in nach dem Amerika, Bogen. müsste es den geben. Sieht auch so aus von der Natur, muss man In sagen. Amerika, ja, das habe ich schon mal gesehen sogar. Den gibt's Alter, wirklich. exotische Früchte Thailands, die muss ich jetzt noch kurz durchgehen. Ja, eine Ananas, ganz exotisch, Jungs, noch nie gesehen. Was ist das? Eine Ananas, Junge, was ist das? Junge. Boah, ich krieg echt Hunger gerade, muss ich sagen. Was Die zum Ume wird Fick? auch Winterkirsche genannt. Also wirklich, ey. Ja, die hatten wir leider alle schon. Alter, okay, gib noch. Alter, nee, what the fuck, was ist das denn? Gib mal Umeboshi ein. UMEBUSHI. Ja. BO SHI. SHI. Das ist. Alter, Was? was ist das? Das ist aus wie so eine Kirsche. Eine eingelegte eingelegte Kirsche. Pfirsich. Oder Pfirsich, ja, stimmt. Ja. Alter. Trockenpflaume wird sie. Ja, lol, Ja. 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 Trockenpflaume klingt sogar. Salzpflaume wird sie auch genannt. Sag nicht, dass sie salzig ist, Lol, Alter. nee, nee, die wird in Salz eingelegt, Okay. deswegen. Wäre auch eklig gewesen, muss ich sagen. Jetzt kriege ich irgendwie Bock auf die, weil so salzige Früchte. Salz auf Gut. Früchten habe ich auch noch nie Aber ich ausprobiert, muss glaube, ich wir haben jetzt sagen. echt, Alter, so Ja, gut wie alles. wir haben echt krass Wirklich, viel wir haben über. heute so viele Früchte und Baumarten besprochen. 1 Stunde und 16 Minuten schon nur darüber. Ja, Ey das ist echt Leute, der krass. Podcast heute wird lang. Ich hoffe, euch gefällt's. Ja, ich hoffe auch, aber ganz ehrlich, diese Bäume, da muss man mal gegoogelt haben, Musste man einfach zumindest. raushauen, Junge. Musste man einfach raushauen. So, wir schweifen über von geilen Früchten zu geilen Weed Stories. Die hängen damit zusammen, dass wir eigentlich meistens, wenn wir komplett verklatscht sind, auch so Früchte snacken. Muss man einfach mal sagen. Ja, in letzter Und Zeit jetzt nicht mehr so häufig. Da haben wir ja, mal, aber sind wir beim Stande geblieben, müssen ja auch aber. manchmal machst du ja auch Gesundheitspausen, sag ich mal, ne? Kann man empfehlen. Ja. Ich muss es ja nicht jede Woche machen. Ne. Muss kurz mal einen Schluck trinken. Du kannst dir mal einleiten, Leo, warum du die Stories denn so geschrieben hast. Also was ist denn der Grund dafür? Weil wir haben die aufgeschrieben. Gott, meine Stimme bricht schon ab. Erzähl mal Ich ein war bisschen was über. dazu. Also, mich würde mal ganz kurz interessieren. Ich hoffe, du weißt es, wann wir damit überhaupt angefangen haben. Ich weiß es irgendwie ehrlich gesagt nicht mehr. Weißt du das noch? Ich Absolut weiß auch. keine Ich Ahnung. weiß legiterweise auch nicht, was unsere erste Story war. Ich weiß Ich nur, weiß nur, dass ich was das hab und du was eine, hast. das. Ganz kurz, dass uns. Oh Gott, jetzt muss ich gleich niesen. Das eine unserer ersten Stories auf jeden Fall mit dem Eis verknüpft hat. Ja. Also, als wir mit dem von der Eisdiele das Eis gesnackt haben und dabei gesmoked haben, das. Ich Da weiß sind nicht, eine welche die unserer ersten erste war, aber ist ja Stories auch drin. egal. Such einfach mal Ja. raus, weil wir haben es halt so gemacht. Willst du wirklich mal erzählen, also warum du es aufschreibst? Glaube ich, ist interessant. Ja, weil am Ende wollen wir, oder ja, doch, wollen wir schon ein Buch rausbringen, wo wir erstens die Stories veröffentlichen, also was wir da so erlebt haben, wie das sich angefühlt hat, alles. Plus noch dazu, welches Lied wir gehört haben. Einfach nur, also muss jetzt, man muss Passt halt jetzt zur Stimmung. nicht, ja genau, passt halt einfach zur Stimmung. Wir halt, also wenn ich angenommen, ich würde das Buch jetzt rausbringen, dann will ich halt diese Story rausbringen. Und also wenn man die Stories dann liest, halt gleichzeitig Musik noch dazu. Und dann halt noch, was wir gesnackt haben. Also Ja. sei es jetzt Getränke oder was zu essen. Und ich weiß auf jeden Fall einmal, also eine Story habe ich jetzt zum Beispiel hier, das war das mit dem Marzipan. Das haben wir aber in der letzten Folge schon gemacht. Da haben wir das ja schon beschrieben, oder besser gesagt, du hast es schon beschrieben, dass wenn Ach, das man zum Beispiel, Marzipaneis.
Ja, genau, wenn man das Die Story haben wir eigentlich schon erzählt. an den Gaumen hält zum Was aber Beispiel. pervers ist, also eine kann ich mich einfach immer erinnern. Die Planetenläufer, Jürgen. Einer meiner Lieblingsstories Ja, auf jeden Fall. witzigerweise suche ich gerade nach der, aber du kannst ja schon mal versuchen, die zu Ja, erklären. ich bin mal, ich glaube, ich kann die relativ gut erklären. Wollen wir vielleicht noch, Alter, was auch geil wäre, wir hatten mal überlegt, wie witzig das wäre, stellt euch vor, Netflix würde die verfilmen. Ja, es gibt ein paar, es gibt zwei, drei Stories von uns, die kann man legiterweise, also wenn man zum Beispiel perfekt wäre, wenn man schon mal Love, Death and Robots gesehen hat, Ne. die Serie auf Netflix, Aber kann man schon mal vorwegnehmen. Die kann man dann kann man empfehlen. uns, dann kann, erstens kann man die empfehlen und zweitens kann man dann, wenn man im Hintergrund davon, wenn man die gesehen hat schon, dann kann man das besser nachvollziehen, was wir dann gesehen haben zum Beispiel. Übrigens, nächste Folge geht es ein bisschen über Serien, die wir persönlich feiern, die Genau. vielleicht auch nicht so groß sind, die nicht unbedingt jeder kennt, aber die halt geil sind, die man sich vielleicht mal reinziehen sollte. Kommt dann Genau. nächste Podcast-Folge auf jeden Fall mal. Ja, aber zu den Planeten. Ach so, erstmal, wir haben überlegt, wir würden die Serie Truthness of Joints nennen. Perfekt. Zum Glück hast du es gerade gesagt, weil jetzt. Ah, nee, dann Das ist nicht. halt so Nee, der hätte. Titel dafür. Die Idee dazu kam uns mal, als wir in einem Urlaub waren in den Niederlanden und ich das halt rausgehauen habe. Aber da war ich so high, ich habe gar nicht realisiert, dass es Truthness gar nicht gibt, sondern dass es einfach nur Truth Stimmt, heißt ja, das, im der Englischen. Witz an der Sache ist, dass es uns allen nicht aufgefallen ist, war das Doch, Geile doch, daran. Ja, im Nachhinein ja, im schon, Nachhinein, ja. aber während du es gesagt hast, hat es so sinnvoll Logisch. natürlich mal wieder geklungen, Alter. War Aber. logisch in dem Moment, Alter. Und es klingt auch besser, muss ich sagen. Truthness of Joints klingt halt geiler als Truth of Joints, ja. Ja. Deswegen, die Truthness of Joints bringt so ein bisschen auch die Verklatschtheit mit rüber, auf jeden Fall, finde ich, in den Titel. Ist nice. Finde ich ein guter Titel. Ich will jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob wir jede Story vorwegnehmen sollten. Wir können ja mal ein paar Nee, das würde ich anteasern. machen. Wir haben ja eh nicht so viel Absolut. Zeit. Dann teasern wir einfach mal ein paar an. Und den Rest kriegt ihr dann in dem wunderschönen Büchlein. Wenn das mal kommen sollte irgendwann. Zu den Planetenläufern jetzt. Meine Idee dahinter war, also wir waren, glaube ich, beide komplett verklatscht und standen auf der Straße, weil wir gehen halt meistens ein bisschen rumlaufen so. Wisst ihr, wenn man halt gut an einem Smoken ist, geht man halt, also wir gehen halt gerne raus so und Und laufen man muss rum. dazu sagen, wenn wir smoken, das ist halt anders, weil wir uns. Es ist nicht auf eine schlimme Art und Weise trippige Filme schieben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann voll drauf hängen bleiben oder irgendwie sowas oder irgendwie Angstzustände oder sowas bekommen. Wir wollen ja sowas haben, damit wir beim Smoken halt richtig geilen Stuff sehen. Ne. Und dann entstehen halt solche Stories dann. Für den manch anderen, der halt zum Beispiel jetzt nicht smoke, kann das halt vielleicht nicht nachvollziehbar sein. Oder Also krass sein, ich weiß nicht. ja, oder nicht krass sein, aber das Problem ist halt, Halt wir für haben es manche zu halt. krass, für manche vielleicht gar nicht krass, weil die krassere, also weil die heftigere Sachen schon gesehen haben oder auf anderen Sachen waren. Zum Beispiel die eine Story kann ich ja ganz kurz, bevor du Wie weiter ist los? erzählst, eine Story kann ich ja kurz anteasern. Das war die Zwergenhublot-Folge oder Story. Und die können wir leider nicht so gut rüberbringen. Also ist klar, die Story an sich können wir schon erzählen, so an sich. Also die würde ich jetzt nicht im Podcast machen, weil ich finde, das ist eine der besten, muss ich sagen. Ne. Aber die ist halt sau schwierig rüberzubringen, weil wir haben. Nur um mal vorwegzunehmen, wir waren auf einer Bank, auf einer Wiese und das war mitten in der Nacht und da war Wolken und der Mond halt oben und das waren so unfassbar trippige Bilder, die da entstanden sind durch die Aber die du Wolken im und den Kopf Mond. bekommen hast, so. Und genau, und wir haben halt so geilen Scheiß in Wolken allein nur gesehen. Ja, Und das einfach. kann man halt, das kann man so schlecht beschreiben, Ja. leider. Aber einfach Und die mal, Bilder ey, an sich hätte ich wenn ihr so auch, gern. Na, ja, wenn ihr auch ab und zu am Trippen seid, einfach mal in die Natur gehen, euch auf eine Bank setzen und einfach die Wolken anschauen. Kann man schon und empfehlen, auf jeden am Fall. besten aufschreiben, weil wir vergessen auch manchmal echt viele Sachen leider. Und Kennt man. deswegen schreiben wir es auch instant auf, damit wir es nicht vergessen. Selbst wenn die Story nicht so geil sein sollte, lieber hat man sie aufgeschrieben, anstatt das Kann man nicht ja im getan zu Nachhinein haben. ausfiltern, was einem Und nicht ich so kann gefällt. aus Erfahrung sprechen, es ist verdammt anstrengend, wenn man eine Story aufschreibt und Ey. man komplett verklatscht Ich ist. habe auch was aufgeschrieben inzwischen immer wieder ein bisschen, weil manchmal war es Leo einfach zu krass, so wenn er gar nicht drauf Ey, klarkam. stimmt Ich habe hier zum tatsächlich Beispiel sowas sogar, wie bei Goodbye von ja. Russ. Also wir schreiben ja wie gesagt immer die Songs dazu, Goodbye von Russ. Könnt ihr jetzt mal reinhören. Wir haben uns dabei vorgestellt, dass wir in der spanischen War Spielo, das, ganz kurz, war das mit dem Drop? ja, wir gehen bei dem Okay. Drop von Goodbye Russ. Also ihr habt ja am Anfang, also wenn ihr das Lied hört, ihr kennt den Anfang,
Dann kommt diese Melodie und dann kommt der Drop rein und der kommt mit der Stimme rein. Und dabei gehst du dann so richtig geil in dieses spanisches, in, ja, in die spanische Spielo rein, in Zeitlupe, Junge. Ja, Öffnest erstens du war die das, also Tür. ganz, das Lied ist ja erstmal mega geil und zweitens der Beat und der Drop sind so mexikanisch-spanisch angehaucht, dass wir halt instant diesen Western-Flair, Ja. diesen mexikanisch-spanischen Western-Flair inne hatten und dann hat Konsti halt die Idee gehabt oder halt den Kommt Film dann vor Augen einfach. gehabt. Ich glaube, du hattest vor Ja. Augen, wie man so reitet auch, oder? Oder war das mal in einem anderen Es war Song? aber, es war ein Ja, glaube anderes. auch. Wo man Das war. einfach wie so. Ich weiß sogar, witzigerweise, das ist auch das Geile an der Geschichte, warum wir die, weil wir die Stories ausschreiben mit der Musik verbunden. Manchmal ist es wirklich so, wenn ich manche Lieder höre oder nur die Stories höre, weiß ich instant, welches Lied dazu gehört oder beim Lied die Story dazu gehört. Ja. Und jetzt, wo du es meinst mit, das ist das Geile gerade, weil du meintest mit Vorbeireiten in Zeitlupe, das war Drifter von Hippie Sabotage. Fällt mir instant gerade ein sogar. Das ist Okay. mega witzig, Wie muss du ich so richtig sagen. geil darauf reitest. Ja, Alter, das Ja, Problem ist, ich weil bin auch immer geil sau Drop schlecht hat. Liedern. ja, ich kann mir es halt nicht merken. Das ist Ja. viel zu Ja, heftig. dafür bin ich ja da. Ja, ist eine gute Für die Sache, aber Musik auch du ver. allgemein Ich immer. finde eh krasser, du verbindest ja auch noch richtig viele Momente, glaube ich, mit Musik. Also auch ältere Momente, die Jahre her sind, glaube ich. Bei dir, Meinst du oder? jetzt mich oder Ja. meinst du jetzt Nein, generell? nein, ich meine dich. Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele Lieder, mit denen ich alte Momente verknüpfe und da fällt es mir halt dann auch leichter, wenn ich halt dann die Meet Stories mit Lieder verbinde. Ja. Fällt mir auch leichter, dann mich dann zu erinnern. Also wirklich, wenn ihr hört ja einfach mit. Wir haben auch überlegt, ob wir mal, also Leo will jetzt, oder ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, eine Playlist anlegen Nee, habe ich mit den tatsächlich noch nicht Songs. gemacht, aber ich bin jetzt auf dem Weg dahin. Also Und ich wenn glaube, die ich würde Playlist fertig nach ist, dem können wir die Podcast irgendwann würde mal verlinken. Mal schauen. ich, nach dem Podcast, glaube ich, bin ich sogar in der Moti, die mal zu machen, Ja, zu also besuchen. wir wollten, weil wir feiern halt echt so, ich weiß nicht, vom Musikgeschmack, also wir sind schon ziemlich ähnlich, glaube ich, von dem, was wir feiern. Sehr ähnlich, ja. Ne. Das ist ja das Geile auf jeden Fall beim Smoken auch, Ne. wenn wir Also zwei. vor allem, wir haben eher so relaxte, chillte ja, Songs. Ich glaube, ein bisschen unterscheiden tun wir uns. Ich glaube, du feierst manchmal andere Stimmen als ich, sage ich mal. Und ich feiere zum Beispiel manchmal so Battle-Rap-Sachen, die du Ja, nicht feierst, manchmal, glaube ich. damals zumindest, ja, ich habe es jetzt nicht mehr so häufig gemacht, aber damals, so vor ein paar Jahren, da haben wir zumindest, wenn wir auf der Wiese waren, habe ich auch manchmal ein bisschen Deep House Techno angemacht. Und da bist du jetzt nicht so drin, vor allem wenn es halt ein bisschen monotoner klingt, Ne. bist du halt nicht so ganz so drin in dem Film wie ich zum Beispiel. Aber Also ich feiere da bin halt ich jetzt Deep auch. House deutlich mehr oder irgendwas mit mehr Melodie, als wenn ich Genau, das hat sich so einen jetzt auch in den harten Jahren. Techno kann ich mir nicht geben auf Dauer, Ja, weil ich das hat sich anstrengend jetzt auch. finde. Hat sich auch bei mir in den letzten Jahren auch geändert. Ich bin jetzt auch im Deep House-Modus eher drin als Es ist halt vorher. irgendwie chilliger. Also ich feiere Ja. das mehr, wenn da noch Melodie mit dabei ist, weil es Aber wenn irgendwie ich geil ist. Im so Feiern, ja. nachdenke, von den Liedern, vom Genre her, glaube ich, am meisten hören wir wirklich so Weltraummusik. Also nicht Weltraummusik, so wie man sich jetzt vorstellen würde, instant so Klassikmusik so, sondern Weltraummusik so Hau mal einfach ein paar geile. Beispiele raus. Weißt du ein paar Namen? Gutes Beispiel ist zum Beispiel, es hat sogar Galaxy im Namen, nämlich Stereo Galaxy heißt das Lied von Jetzt kommt's. Dual, irgendwas Duals heißt es, weiß jetzt nicht Okay. mehr genau. Stereo Galaxy reicht eigentlich schon. Ja. Das ist zum Beispiel so Techno Galaxy mäßig, keine Ahnung, das ist echt Oder schwierig zu Wings haben wir doch beschreiben. auch immer Aber gehört. genau, von Amman von Heldens, das ist halt dann auch wieder so Richtung. Ich weiß, ja, ich würde es eher wie Ich House finde das oder übel geil. EDM bezeichnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist schwierig. Ist aber pervers auf jeden Fall. Auf Oder jeden was hast du Fall. noch reingehauen? Ja, Junge, wir haben doch noch so viel mehr. Scheiße. Ja, die werde ich alle in die Playlist auf jeden Fall reintun. Und Ja, in dem da gibt's echt Buch, also extrem sofern geile mal das Sachen. Buch veröffentlicht werden Vielleicht sollte, machen wir auch mal so eine werden. ganz kurze Folge über Musik, wenn die Playlist fertig ist. Dann können wir ja ein bisschen was vorstellen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, mal Welche schauen. Lieder wir immer zum Smoken zum Beispiel gehört haben. Soll ich jetzt mal die Geschichte erzählen vom Planetenläufer noch? Ach so, übrigens, wir haben so kleinere Storys, wie gesagt, wie das mit, du hörst Goodbye Russ, bist du auf deinem Pferd, gehst in die spanische Spielo rein, so Red Dead Redemption angehaucht, in Also Zeitlupe so gehst du eine durch die ganz Tür. kurze Szene ist es Ach, einfach nur. in dem Fall jetzt, ja. Aber in dem Vibe musst du halt dann einfach drin sein. Ja, aber es gibt halt auch viel längere Aber Storys.
Oder es gibt halt auch philosophischen Shit, so wie bei dir. Also ich muss es anteasern, die Sandphilosophie. Ich fand es so witzig. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, ich Das war so auch in den abgekackt. Niederlande, und ich habe darüber philosophiert, wie trippy Man muss Sand ganz ist kurz einfach. auch noch den Hintergrund sehen. Wir waren da zu viert auf einer Bank gesessen, war mega geiler Sonnenuntergang, und waren halt so am Strand gesessen und auf einmal sagt Konzi so: Warum gibt es Sand? Oder was ist Sand? Junge, das war halt so, pass auf, wenn ihr drüber nachdenkt, also, weil man ja, es ist witzig, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, aber ich finde es jetzt immer noch so in die Richtung, ihr müsst mal überlegen, man hält ja alles für selbstverständlich, sage ich mal so. Also, es ist halt Alles einfach eigentlich da, so, du hast gefühlt, halt ja. deinen PC, du hast einen Stuhl, du hast ein Bett und so weiter. Aber wenn du drüber nachdenkst, zum Beispiel Sand, Alter, Junge, ist doch ultra komisch. Das sind einfach so richtig kleine Körner. Und wenn du richtig viele von denen hast, kannst du drauf laufen. Wenn das nass wird, wird das so richtig schlammmäßig. Es ist halt strange, finde ich. Und dann habe ich Wenn es überlegt. heiß wird, dann wird es auch richtig heiß. Also Oder es so. heizt sich auch richtig Ja, auf und und auch alles. trocken mehr. Und Ja. das ist halt so. Es Und ist halt davor war es strange. halt, also es klingt halt echt banal so, wenn man Ja, jetzt drüber aber das nachdenkt, müsste mal. aber Ihr könnt es ja vielleicht darüber, ihr könnt es darauf beziehen, überlegt mal generell, was ihr für Sachen habt in eurem Leben, die eigentlich, wenn ihr drüber nachdenkt, komisch sind. Also, wenn ihr auf einem anderen Planeten wärt und überhaupt nicht wissen würdet, was das ist, das wäre halt komisch für euch Ja, wahrscheinlich, wir machen es das halt echt, festzustellen. wir überlegen halt echt über viele Dinge immer nach. Und das war halt zum Beispiel so eine der banaleren Dinge, aber war echt Die lustig, muss ich Story sagen, an sich war halt geil, weil wie ich er es auch auch, weil gemacht wir es habe, dann glaube ich. auch Sandphilosophie genannt haben. Die Namen sind immer wichtig. Wir haben immer Titel, Ja, beschreiben also wir muss meistens immer für unsere gesagt. Geschichten. Das war halt die Sandphilosophie. Aber die ging halt auch noch deeper. Also es ging jetzt nicht nur banal, eigentlich nicht nur komplett um Sand, sondern ich finde, da steckt halt auch noch so die Tiefe dahinter, sowas zu hinterfragen. Also ich habe das halt auch für mich persönlich zumindest, ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist jetzt für dich, aber für mich, dass ich das halt auch noch auf andere Dinge beziehe. Also halt generell, dass man darüber nachdenkt, dass manche Sachen eigentlich halt unnormal sind oder strange für einen. Aber Ja. ja, ich will jetzt noch ganz, obwohl Planetenläufer eigentlich schon einer der besten Stories ist, muss ich sagen. Habe Aber ich mir vorhin auch schon gedacht. Ich bin mir auch noch nicht relativ sicher, ob wir die jetzt schon droppen du sollten. willst sie nicht droppen? Okay, wir können die auch erst im Buch droppen. Freu dich auf Planetenläufer. Das ist krankes Kapitel. Geistesgestört krank. Ich habe aber auf jeden Fall noch draufstehen, wir haben zum Beispiel auch noch so kleine Geschichten wie, dass Raumschiffe sollten mit Slow Dance von Joji landen. Wir haben zum Beispiel sowas gehabt, weil wir ja so viel Raummusik, sag ich mal, Raumschiffmusik hören. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Backfleet-Musik. Und da muss man ganz kurz noch dazu sagen, nicht das normale Lied, sondern das Live-Lied in Paris war Paris, das. ja. Ja. Das ist also unabhängig jetzt mal von der Story, das ist absolut unfassbar episch, dieses Musikvideo, finde ich. Und so Gänsehaut pur einfach nur. Ja. Weil ich habe noch nie so ein geiles Live-Video, glaube ich, gesehen von einem Konzert. Oder nicht, es ist nicht das geilste, aber mit einer der geilsten auf jeden Fall. Ja. Das ist awesome. Das ist absolut geil. Also wirklich, so. Live-Konzerte müssen wir eigentlich auch mal wieder ein paar, also neue finden. Oder bei den Techno-Sachen gibt es ja auch so richtig abgefuckte, wo die so in Rio einfach auf irgendeinem Berg chillen, über den Wolken. So, Alter. Junge. Du meinst, Die Locations sind halt krank. Ich fand die Musik ja nicht mal so heftig in dem Fall, aber die Location, wenn du da Artbed stehst. heißt die. Wenn man mal einfach Artbed, also Artbat eingibt und dann Zerzle, dann kriegt man gleich als erstes Video dieses, genau was du jetzt beschreibst, Ja. diese Die können sich Techno-Veranstaltung. einfach mal reinziehen. Das ist Alter, der geistesgestört, Blick die über Location. Rio, der ist so gigantisch, mega geil. Wirklich, es ist krank. Ne. Oder wie gesagt, da haben wir sowas aufgeschrieben, wie dass Raumschiffe mit Slow Dance landen. Und zum Beispiel, wenn die so, wir haben uns vorgestellt, wenn in der Zukunft so Raumschiffe in Lichtgeschwindigkeit gehen müssen, dass dann immer so über dem ganzen Raumschiff angesagt wird, dass gleich der Drop kommt und dass sie halt losfliegen. Und dann einfach wirklich, stellt euch einfach, also wirklich bei Wings ist das krass, bei, wie hieß das, wo alles kleiner wird. Scheiße, der Meme-Song, wo der bei dir einmal so krass war, als wir bei Leon waren. Wo du auf dem Sitzsack warst. Ich vergesse den Song jedes Mal, ne? Das ist krass. Weißt du, was ich meine, Leo? Der Meme-Song. Leo lässt mich alleine, Alter. Der ist wirklich so heftig. Und stellt euch das vor, ihr hört das. Dann kommt der Drop
Und ihr startet los, wirklich mit Lichtgeschwindigkeit startet ihr los mit dem Raumschiff. Wirklich, das ist geistesgestört. Ich habe gerade gemeint, der Meme-Song Leo, wie Ja, heißt der nochmal, wo du beim, auf dem Sitzsack saßt bei Leo? Shooting Bei Stars. Shooting Stars. Ja, stellt euch Oh vor, beim mein Drop Gott. wirklich einfach losfliegen. Wirklich, da kommt eine Ansage durchs ganze Raumschiff, Leute, wir fliegen gleich los, schnallt euch an und dann kommt einfach dieser Drop, Alter. Und du Ja. fliegst los. Holy fuck, Alter. Das muss Also pervers geil sein. man muss sich das halt echt vorstellen, wenn man halt wirklich so im Raumschiff sitzt, dann die Lichtgeschwindigkeit anmacht und Ja. dieser Drop muss man sich halt einfach, muss man Geistesgestört. überlesen. Das ist mega. Ich hab dir gerade das Bild geschickt, Ich ne? sehe schon. Alter, meine Mom kommt einfach rein und bringt mir einfach so einen Teller mit Obst, Alter. Ich bin gerade voll geflasht, muss Hä, ich sagen. Alter, wenn du jetzt high wärst, das wäre ja trippy as fuck. Wir reden eine Stunde über Früchte, auf einmal kriegt Leo einen Fruchtteller, Alter. Vor allem ist es mega Hast du lecker. nichts gesagt? Der hat dir einfach einen Fruchtteller gebracht. Die hat mir jetzt einfach irgendwas gebracht. Mega krass. Ich bin voll geflasht gerade. Junge, ey, das wäre schon wieder so lustig, wenn du high wärst, weil das so random wäre. Ultra. Das Ich ist hab. auch immer so witzig, diese ultra-random Momente, wenn man high ist. Oh Mann, Mir ich hab fällt jetzt, dir. Oh ja. bei uns fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so wirklich was ein, was so richtig random. Doch eins, was ich mir erinnern kann, war, dass wir einmal auf dem Kuniberg waren Ja. und da gesmockt haben und dann ich so nach links geschaut habe und da auf einmal irgendwie so ein Blumentopf war, wo geile Kräuter waren. Kannst du dich noch erinnern? Die an den Wo Steinen, wir. Steinen, Ja, da wo genau, da war diese der Minze, Holzzaun ist. Basilikum. Da war einfach von der Stadt, legit, die haben es einfach hingehängt, so Kräuter. Einfach so ein Kräutergarten, so der da hing. Konntest du Mega geil. einfach Kräuter snacken, Alter. What Ja. the fuck? Das war echt Frische geil. Minze zu riechen, das wäre echt cool, muss ich sagen. Aber halt, Jogi, ich hatte schon so trippige Sachen, aber ey, du hast recht, mit uns meistens relativ normal. Wobei der Wind in Berlin, der Windgott, Alter, wo wir die ganze Zeit Gegenwind hatten, wo wir in Berlin gelaufen sind, egal in welche Richtung, der Das Wind hat sich einfach mit uns gedreht. war so komisch. Das war echt verhext, muss ich sagen. Wir waren in der Vierergruppe unterwegs. Und waren auf dem Weg zum Asiaten, was zu essen, Ja. holen. Essen zu gehen, meine ich. Restaurant, ja, wollten wir gehen. Vorher halt noch einen Gibbet Ist übrigens ein smoken. Vietnamese. Aber ja. Der war mega geil auch, by the way. Nice, ja. Und wir wollten unbedingt ein Gibbet noch vorher smoken, bevor wir essen gehen. Und legit, oder der ja, halt die ganze Zeit, immer wenn wir ihn angezündet haben, kam genau der Gegenwind. Ja. Und wir konnten nichts dagegen tun. Und der war wirklich, das war halt nicht so einer, der halt kurz mal so kommt. Nee, das war so wie orkanmäßig, kam der auf einmal so angestürmt, auf einmal, das war so Er hat komisch. uns auch wirklich komplett gefickt, einfach die Also ganze Zeit. der war echt eklig, muss ich sagen. Ich bin auch die ganze Zeit am Ausrasten gewesen, dass der scheiß Windgott uns die ganze Zeit am Ficken Meine ist, Arbeit will Alter. ich noch was. Sind halt nicht draußen, aber die kriegen halt Das ist trotzdem unseren generell Einkauf schon bezahlt. mega Eine Flasche, so weird. ein Liter Von unseren Standard-Cards, gönnt euch mal. Bin jetzt gerade mal, Alter, Aber ich nebenbei. überlege gerade, aber wirklich, haben wir so einen richtigen random Moment gehabt, Bei wo wir uns sind eigentlich dachten so, meistens die Story fuck. so krass, muss ich sagen, oder? Ja klar, also wenn wir die Musik hören, dann haben wir halt irgendwas, sehen wir dann immer, so Ja. trippiges. Aber ich meine jetzt so, was wir nicht erwarten, irgendwie so eine Sache. Weiß nicht. Geht so, ja. Meistens ist auf dem Level alles okay. Aber bei mir, ich hatte schon so trippige Sachen. Wie gesagt, ich erinnere mich an den alten Mann, Alter, wo ich bei der Schule war. Ich habe früher mit einem Kumpel, haben wir einfach, also eher so Oberstufe dann, haben wir halt einmal in der Pause gesmoked, oder ich glaube in der großen Pause. Und wir sind auf dem Supermarkt, oder wir sind rausgegangen von der Schule und da ist halt ein Bäcker in der Nähe. Und dann habe ich einen alten Mann halt mit so einem Gehstock gesehen, so ganz normal, der ist halt dahin gelaufen. Dann sind wir halt einfach weitergegangen. Der war halt echt lahmsam, muss man sagen. Der ist einem schon aufgefallen, weil der sau lahmsam gelaufen ist. Wir sind zum legit 10 Minuten gelaufen zum Supermarkt, da auf dem Dach drauf, weil es halt ein geiler Spot war. Ist aber auch kein normaler Supermarkt, der ist so, ja, in so Gebäude reingemacht und der hat halt so irgendwie eine übel geile Dachterrasse. Da kannst du auch einfach drauf gehen. Und da haben wir halt gesmoked. Und dann sind wir wieder zurück und der Typ war da einfach immer noch. Und wir sind dann halt zum Bäcker, wollten was essen. Und ich habe den dann so die Tür offen gehalten, weil er halt gefragt hat. Und der hat so lange gebraucht, da reinzugehen. Und sorry, ich musste so lachen. Also ich habe mir so das Lachen verkneifen müssen. Ich musste so übertrieben lachen, weil das halt so random ist. Der Typ hat 20 oder 30 Minuten gebraucht, um bis zu der Tür von dem Bäcker zu kommen. Ja, und dann haben wir uns halt Essen geholt, der auch.
Und dann hat er so gemeint, ob nochmal einer die Tür offen halten kann, damit er rausgehen kann. Habe ich das halt gemacht. Und ich glaube, der fand es auch so lustig, weil ich das auch so lustig fand. Oder, und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber er hat halt so gemeint, er ist halt immer schneller geworden mit dem Gehstock, wisst ihr, so richtig so bam, 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 ich laufe einen Schritt und dann auf einmal, also wirklich wie so ein Motor, der warm läuft. Dann hat er auch so gemeint, ja, also ich bin wie so ein alter Motor, ich muss erstmal ein bisschen warm werden, dann werde ich viel schneller. Und ich habe so Tränen gelacht, Alter, das war so lustig. Vor allem, du bist so, stell dir vor, du bist komplett verklatscht, gehst du zum Bäcker und das passiert einfach so, what the hell? Du denkst nur, das ist komplett random einfach. Das Das ist vor allem, manchmal kann es auch so unangenehm sein, finde ich. ja. Und ultra filmisch kann das auch manchmal Ja, sein. wenn so, ja, blöde Sachen passieren, sag ich mal, ne? Und du high Ja. bist, dann denkst du dir so, Oh was ja. ist hier los, Alter? Passiert das gerade wirklich? Aber die Ich war zum Leute, die auch Beispiel. trippen, die verstehen uns wahrscheinlich. Ja, es ist bloß beim. Ich finde Smoken in der Öffentlichkeit ein bisschen, sehe ich Gerade ein bisschen anstrengend. anders. Ich sehe es ein bisschen anders als manche Leute. Weil zum Beispiel, als ich in Amsterdam mal war, da waren wir im Abraxas, so einem Coffeeshop, einer bekanntesten in Amsterdam. Ja. Und da waren wir oben und haben halt was getrunken und halt was gesmoked. Und neben uns ist halt einer vom Stuhl geflogen. Halt nichts Schlimmes oder so, der ist einfach nur vom Stuhl gefallen. Und halt normalerweise. Wird der halt, normalerweise wird es in so einem Gasthaus, wenn sowas passiert, da wird der halt ausgelacht oder da ist halt nichts Schlimmes dabei. Für den war das halt so filmig und auch für uns irgendwie so eine unangenehme Situation. Irgendwie der Typ fällt vom Stuhl, irgendwie alle schauen sich so komisch an, weil sie alle so verklatscht sind. Keiner rafft so die Situation gerade. War irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also so Smoke in der Öffentlichkeit, weiß nicht, bin ich nicht so der Fan von. Übrigens, wer mal Coffeeshop in Amsterdam will, der Dammkring ist geil. Ja, was? Dammkring. Was war das? Der ist einfach geil, der Coffeeshop. Kann man mal reingehen. Kann ich Okay, den empfehlen. kenn ich gar nicht, ehrlich gesagt. Doch, der ist nice. Und es gibt sogar einen, der ist relativ nah am Central Hauptbahnhof. Der sieht eh, ich finde den Amsterdam, der sieht pervers geil aus, der Hauptbahnhof. Von außen. Der Du hast den nie Hauptbahnhof von sieht echt außen. cool aus, ja. Du hast den Ja, halt doch, von ich hab's schon. außen nie angeguckt, ne? Doch, doch. Okay, Als ich bis jetzt schon mal wenn du war. beim Hauptbahnhof rauskommst, kannst du ja direkt mit so einer Fähre auf die andere Seite fahren, mach das mal und guck dann darauf. Übergeil, übergeil. Aber Na, es Dammkring. dauert es. Naja, nach Amsterdam werde ich jetzt in nächster Zeit mir nicht fahren, weil ich war schon zu häufig in Ja, Amsterdam, ja. finde ich. Und direkt am Hauptbahnhof das Barneys. Auch ein geiler Coffeeshop. Okay. Kann ich empfehlen. Die haben auch so große Vapor, also so Ballon-Vapors an jedem Tisch. Ich finde mit der coolste Coffeeshop, wo ich war Nice. in Amsterdam, das ist auch mit einer der ältesten. Da ist es, da ist die komplette. Kompletten Wände, das ist ultra klein erstens, also da passen, wenn die Leute sich da hinsetzen, sind glaube ich nur drei Stühle mit, keine Ahnung, drei Stühle, sag ich schon, drei Tische mit jeweils drei Stühlen ungefähr, also es ist Ne. echt klein gehalten und an den ganzen Wänden, das sieht so geil aus, sind Longpapes an die Wand geklebt, wo die Leute was draufgemalt haben. Die Geil. ganzen Wände sind voller Longpapes, wo die Leute was draufgemalt haben, sieht so cool aus, muss ich sagen, bin echt, aber schon. War schon echt cool, muss ich sagen. Nice, Mann. Ja, klingt geil. Klingt geil. Ja, hoffe ich aber echt cool. Übrigens, ich habe noch so geile Stories, wie dass Leo und der Patrizier ist und dass Großbauer mit Pizzabäckern arbeitet. Und das kam daher, Bitte weil. was? Junge, Bitte was? erinnerst du dich nicht mehr? Du warst hier und es war kalt draußen und wir hatten dann alle Jacken und Decken und Leo hat einfach Ja. so eine Decke genommen und hat die so wie so ein römischer Ah, Patrizier um ja. sich rumgewickelt, Alter. Du hast Und einfach deine so eine Schwester Toga fand es draus so gewickelt. lustig, weil und irgendjemand von euch fand es so lustig, weil ich verschiedene mögliche oder Arten habe, die Decke um mich Ja, herum ich hab zu das, glaube ich, wickeln. gesagt. Ich hab's gemeint, Ja. Alter, du hast einfach. Also, Ich habe aber erzähl auch mal. wirklich, komischerweise habe ich wirklich viele Arten, meine Decke um mich herum zu wickeln. Und ich habe es, glaube ich, also den Moment, den du jetzt gemeint hast, das sah wie so im alten Rom, wie die Patrizier halt Ihre ihre Toga. Toga genau umgewandt haben. Aber was das jetzt mit Pizzabäcker zu Und es tun hat, war das halt auch so war. eine weiße Decke halt. Also Legit sah Leo einfach aus wie ein Patrizier. Keine Ahnung, das haben wir, glaube ich, gesagt. Es kam so, dass du einfach so ein Großbauer bist im alten Rom und so Pizzabäcker hast, die extra für dich Pizza herstellen, Junge. Oder haben wir da die Pizza gegessen, die ofenfrisch oder? Kann sein, ja, wahrscheinlich, ne? Ja, stimmt, da haben wir wahrscheinlich die Weil ofenfrische sonst. Pizza gesnackt und du hattest gerade deine Toga an. Auch eine kleine Empfehlung am Rande, vom Essen her.
Bei Tiefkühlpizzen, da kennen wir uns ja schon ein bisschen relativ gut aus, würde ich mal behaupten. Also ich vor allem auch. Ja, ich habe schon alle Und wir möglichen haben, gegessen. also die Mia Grande haben wir ja gemeint, war mega. Die von die Weiße da Vom haben wir. Rewe, genau. Und die, nee, die gibt es auch nicht bei Rewe, aber unter anderem bei Rewe. Und auch nochmal, ja, klar. Und die Dr. Oetker, die Ofenfrische, aber Ofenfrische. Das Margarita. ist mit die beste, muss ich Pervers. auch sagen. Aber Weil da ist übrigens, der Teig eh awesome. ja, da ist der Teig awesome, aber die ist klein. Die Mia Grande ist groß. Und die ist auch geil, da ist der Belag geil. Bei der. Und bei der, fuck, wie hieß die jetzt? Die Pizza, die ich dir mal gezeigt habe. Ja, die weiße. Die meinst du doch. Ja, genau. Ja. Ich weiß bloß nicht, wie die heißt. Ich Keine auch Ahnung, gerade Gusto nicht. irgendwas. Ja, Ja. aber die ist relativ groß. Da Die hat auch ist vom Concraft, Geschmack geil. hat doch mal da diese Kollabo Ja, da gemacht gab mit es ja der, mal diese schwarze Plastikstückchen. Pizza. Ja, Ja, genau. ich weiß. Aber die normale Margarita, die ist so Die lecker. ist echt nicht not bad auf jeden Fall. Kann man sich gönnen. Hm. Aber die, bei der Ofenfrische ist halt sehr, dass sie klein ist. Und die normale Dr. Oetker ist disgusting, nimmt die nicht. Nur die Ofenfrische Dr. Ja, Oetker, das die ist stimmt. geil. Die Ofenfrische ist deutlich besser, das Ne. stimmt. Aber ich weiß, wir haben jetzt auch schon relativ lang getalkt. Schon 45 Minuten. Ja, von den Stories, ihr könnt erwarten. Also, wir können ja mal ein paar also, wir haben zum Beispiel, ich nenne jetzt noch ein paar Überschriften, nur damit ihr so einen kleinen Teaser bekommt für das, was wir irgendwann mal schreiben sollten. Zwergenhublot, der Planetenläufer. Was haben wir noch? Von Z zu Zimt. Heißt übrigens mein Format, habe mich inspirieren lassen von Leo. Das hat er mal rausgehauen, dass er komplett verklatscht war. Von Z zu Zink. Fand ich mega lustig. Intergalaktischer Rassismus. Intergalaktischer Rassismus haben wir auch. Finde ich auch mega Ja, aber die witzig, muss ich Story sagen. dahinter ist halt noch krasser als der Name, finde ich, muss ich Ja, sagen. finde ich auch. Die ist mega. Dann habe ich zum Beispiel noch eine Welt, in der Albträume der Menschen in einer Spielshow zum Leben erweckt werden. Marathon von Gizeh. Der Marathon von Gizeh. Ich lese gerade, ich habe gerade so durch. Hast noch ein paar Überschriften? Alter, übrigens, ich habe hier noch von dir. Ich bin wie Ratatouille. Johannisbeeren sind wie kleine Zitronen. Mit Indiana Jones-mäßig über einen Fluss mit Hilfe von Steinen springen. Die Cracker der Sphinx. Oh mein Alter, Gott, ja, Mann, die ich erinnere mich auch, altägyptischen warum Cracker ich. der Sphinx. Oh mein Gott. Was Wie war hießen die das nochmal? nochmal? Das waren diese Cracker, die du halt gegessen hast. Und wir haben die quasi die altägyptischen Cracker der Sphinx genannt, Aber was für weil die auch so Cracker waren das? sandig Weißt du waren. das noch? Weiß ich nicht mehr, nee. Waren das Linsenchips sogar Scheiße. einfach? Nee. Aber die waren auf jeden Fall auch Ah, geil. Hast du gerade noch kann andere sein. Überschriften? Ist ja egal. So ein paar kleine Teaser. Ich Wie weiß nur gesagt, noch, die dass, Trueness of weißt du. Giants. Weil du vorhin gemeint hast, ich bin wie Ratatouille, da kann ich noch dazu sagen, dass ich mich legitterweise, weil ich habe gefrorene Früchte da gegessen. Und es gibt eine Stelle im Film Ratatouille, wo Remy, also die Ratte, Ja. Käse und Erdbeer zum ersten Mal in der Kombo isst. Also er isst erstmal ein Stück Käse und dann beschreibt er so den Geschmack von Käse und dann Ja. isst er eine Erdbeer, beschreibt den Geschmack und dann kombiniert er das so beides. Und in dem Moment, wo ich die gefrorenen Früchte gegessen habe, habe ich mich genauso wie wie die Ratte gefühlt. Das war so lustig, der Moment, muss ich sagen. Klingt doch geil. Ja, das war mega Ja, witzig. wir haben noch arsch viele mehr. Ich habe so viele hier gerade Ja, stehen. ich finde ehrlich gesagt jetzt keine, weil das Problem ist, wenn ich Ich meistens habe noch Bayonetta zum Beispiel. ja, wenn ich mir Dann die Sachen aufschreibe, durcheinander, dann dann rutschen die runter, ne? ja, Ja, Plätzchen mit passiert. Strandmusik. Ach so. Gut beschrieben. Geschmackvoller Sand. Geschmackvoller Sand, Alter. Keiner von uns hat Handschuhe. Ja, Mann, die Adlib. Keiner von uns Ja. hat Handschuhe. Das ist so geil. Die ist echt geil. Ja, aber jetzt einen kleinen Teaser habt ihr bekommen und ich glaube, das Genau, war's auch jetzt erstmal ja, von wir haben richtig viel unserem Podcast getalkt heute. Der wieder. ging jetzt gute 1 Stunde und 48 Minuten. Ja, die nächste Folge, ihr könnt euch drauf freuen. Geht da ein bisschen über Serien und ja, kommt dann nächste Woche am Weiß Montag. nicht, wollen wir auch über Filme reden oder nur über Schauen Serien? wir dann. Seht ihr dann, wenn es nächste Okay, können Woche wir rauskommt, spontan was wir dann entscheiden. gemacht haben. Ja, Ja, bis okay. dahin, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ging heute mal ein bisschen länger, dafür gab es ja auch die letzte Woche immer nur verzögert Episoden, sag ich mal, neue Folgen. Jetzt habt ihr eine längere bekommen dafür und ja, ich hoffe, es hat euch Und schaut gefallen. euch die Links an. Ohne Witz, schaut euch die Links vom Flammenbaum und so an. Ja, Das ist Mann, die Quellen unten und. sehenswert, muss ich sagen. Und ihr seht ja das Thumbnail auch. Und wer noch Bock hat, gönnt euch auf Netflix, was gerade da ist, Totoro, weil es ist der trippigste LSD-Film, also wenn ihr verklatscht seid, den ihr euch geben könnt. Der ist lustig. Im Zauberland.
Nein, Totoro, nicht Chihiro ins Zauberland. Totoro, mein Nachbar Totoro. Oh. Da Ach habt ihr einen so, oh guten ja. Trippsitter, der auf euch aufpasst. Der Vater, Junge, der Familie. Alter, der Vater ist so witzig. Ja, mit David. Animes kann ich wirklich nichts anfangen, aber der Film ist so geil gemacht, finde ich. Und auch der Vater ist so witzig. Das ist echt sehenswert. Und damit ja, verabschieden wir uns, Leo. Willst du was sagen? Ne, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste, oder hören uns besser gesagt das nächste Mal. Ja, bis dahin. Ich bin jetzt erstmal raus. Servus.